Martin, wollen wir anfangen? Fangen wir an, ja. Es gibt, glaube ich, sonst nichts mehr zu sagen, außer willkommen. Das erste Mal in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass es gut über die Bühne geht und dass wir alle was haben davon. Martin, steig dir auf. Geht los. Jawohl, danke schön, danke für die einleitenden Worte. Und gehen wir es gleich mit voller Energie an. Die erste Folie, die gleich nachfolgen wird, hoffe ich zumindest. Ja. Ja, beschäftigt sich mit dem Inhalt, den ich heute irgendwie präsentieren möchte. Einmal ganz kurz, wie sich das World Wide Web entwickelt hat, wie man eigentlich auf die Idee gekommen ist, dynamische Webseiten zu verwenden. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen auch in die Theorie einsteigen, aber ich hoffe, es wird nicht allzu tief werden. Dann möchte ich eben zeigen, was Svelte und SvelteKit im Vergleich zu den bisherigen Implementierungen besser können. Und dann reden wir über den Übungsteil, der heute in 2 Wochen stattfinden soll, über die Inhalte. Und ganz am Schluss wird eben vorgestellt, machen wir noch eine Abschlussdiskussion oder Feedbackrunde oder wie immer wir das Ganze nennen wollen. Ja, ich habe mir gedacht, falls das jemand ausdrucken möchte, die Folien werde ich natürlich nachher aussenden, dann ist irgendeine Verzierung am Rand eigentlich nur dazu geeignet, damit der Donauverbrauch steigt. Besonders schätze ich Folien, wo der Folienhintergrund blau ist und in weißer Schrift der Text ist. Also das ist dann beim Ausdrucken besonders erfreulich, weil da kann man dann gleich den blauen Donau wieder nachfüllen am Laserdrucker. Ja, und da waren wir gerade. So, andere Taste. Welche Inhalte werden wir nicht im Detail behandeln oder bestenfalls nur Streifen? Also HTML selbst wäre garantiert schon etwas für eine, weiß nicht, 10-stündigen Vortrag. CSS passt auch ganz gut dazu und so weiter. Wir werden uns also auch hier nur mit den oberflächlichen Dingen beschäftigen, die für das Verständnis wichtig sind. Was möchte ich gerne erreichen? Und ich hoffe, dass ich damit auch eure Wünsche soweit erfüllen kann. Ich möchte gerne das Interesse an diesen Dingen, auch wenn wir sie nicht im Detail besprechen, wecken, also HTML, CSS, JavaScript und so weiter. Ich möchte, dass alle verstehen, wozu man eigentlich dynamische Webseiten benötigt und gleich im Anschluss daran, warum es sinnvoll wäre, auf Svelte und SvelteKit umzusteigen. Übrigens, das Wort spricht sich Svelte aus und nicht Svelte. Vielleicht auch noch ein Hinweis. Und dann wäre schön, wenn bei den praktischen Übungen, also heute in 2 Wochen, sich mindestens die gleiche Teilnehmerzahl hier wieder fände. Das Ganze ist natürlich ein doch etwas theoretischer Vortrag an der Church und ich. Wir haben in der Vorbesprechung da auch eine Zeit lang diskutiert, ob das nicht ein Thema ist, das vielleicht zu langweilig ist oder zu theoretisch ist. Ich habe jetzt Folgendes einfallen lassen. Alle mögen bitte einen Notizblock bereitlegen. Wenn dann irgendetwas auffällt, was falsch ist, ein falscher Inhalt, ein Anachronismus oder irgendein Fake, dann bitte das zu notieren und am Ende wollen wir dann diese Aufzeichnungen vergleichen. Ja, das Jahr 2023 wäre bereits die erste Gelegenheit, um auf dem Zettel notiert zu werden, was auf der Startfolie gestanden ist. Hätte nicht schon irgendjemand verraten, was der Fehler ist, dann hätte ich ganz am Schluss gefragt, wem ist etwas bei der Startfolie aufgefallen? Okay, und schon geht's los. Wir machen eine Zeitreise in das Jahr 1989 und was ist da eigentlich alles passiert? Also das wichtigste Ereignis war sicher der Club Computer, er hat damals anders geheißen, aber seit die Vorgängerorganisation war 3 Jahre alt. Falls es jemand interessiert, im byzantinischen Kalender hat das Jahr 7497 als Nummer bekommen und in den Vereinigten Staaten ist der Präsident Arnold Schwarzenegger abgelöst worden durch James Bush. Der Eiserne Vorhang wurde zwischen Österreich und Ungarn in einer großen Zeremonie gemeinsam von Mob und Horn durchschnitten und die Berliner Mauer ist gefallen. Aber was hat das alles jetzt damit zu tun, dass wir uns eigentlich hier mit Webseiten beschäftigen?
Ein ganz wichtiges Ereignis war sicherlich die Landung des ersten Menschen auf dem Mond. Und ich nehme an, diesen berühmten Satz, ein großer Schritt für mich, der ist allen hinreichend bekannt oder in Erinnerung. Und wenn wir dann jetzt schauen, was sich im CERN-Forschungszentrum abgespielt hat, also das Forschungszentrum, für die, die es nicht wissen, ist ein Forschungszentrum, das so einen ringförmigen Teilchenbeschleuniger als wesentlichen Bestandteil enthält, und der ist so groß, dass er auf schweizerischen, italienischen und Staatsgebiet und französischen Staatsgebiet liegt. Das heißt, da kann man unterirdisch dann die Grenzen passieren. Und dort gab es einen gewissen Tim Berners-Lee, der eine tolle Idee gehabt hat. Er hat die Idee gehabt, ein Hypertext-System aufzustellen. Das war eben im Jahr 1989, da hat er diese Veröffentlichung präsentiert, und die erste Webseite, die ist dann erst im Jahr 1991, also 2 Jahre später, aufgrund dieses Prinzips entstanden. Und jetzt muss man natürlich eines wissen. Also die wesentliche Nahrung von Wissenschaftlern sind Veröffentlichungen. Das ist ganz was Wichtiges. Vielleicht gar nicht so wichtig, was drinnen steht, aber die Anzahl der Veröffentlichungen, das ist etwas, das in der wissenschaftlichen Welt zählt. Der Berners-Lee wollte eigentlich was ganz was anderes machen. Er wollte etwas machen, wo man die Katzenfotos sammeln kann. Und das, was ich hier zeige, ist die allererste Webseite. Also man hat ursprünglich das System Worldwide Cats taufen wollen, aber das hat dann ein Problem gegeben. Also Forschungsgelder bekommt man natürlich nur dann, wenn es sich um etwas handelt, was für die Forschung wichtig ist. Und Veröffentlichungen darzustellen, so dass man sie leicht finden kann, war natürlich etwas, wo das Geld geflossen ist. Für Katzenbilder und Katzenvideos war das halt nicht so sehr der Fall. Und wir sehen da, dass zu dem Zeitpunkt die Auflösung natürlich noch nicht besonders stark war von dem Logo dieser Worldwide Cats Seite. Übrigens, ein Hersteller von Katzenfutter hat dann dieses Logo zu einem späteren Zeitpunkt übernommen. Ja, und da war es ja dann notwendig, dass man das Ganze umgetauft hat auf World Wide Web. Und wer schon irgendwo die Abkürzung W3C gesehen hat und glaubt, das heißt World Wide Web Consortium, das heißt natürlich World Wide Web Cats, aber das ist ein Geheimwissen, das nicht wirklich weitergegeben wird. Und das hier ist dann die allererste Webseite oder zumindest ein Bild von der allerersten Webseite. So hat die ausgeschaut, und wer sie sehen möchte, hat dann da unten einen Link, der ist dann in den Folien tatsächlich als Link enthalten, kann dann draufklicken. Wir sehen schon, der typische Aufbau einer Webseite, wir haben hier eine Überschriftszeile in etwas größerer Schrift, wir haben Absätze mit normaler Schrift, und dann kommen eben die Links blau und unterstrichen. Na, da hat sich nicht allzu viel geändert. Übrigens, die Seite ist noch ein bisschen länger, aber damit es auf der Folie darstellbar ist, habe ich einen Teil davon weggelassen. Nun denn, ganz wichtig, jeder Informatiker sollte aus diesen Gründen mindestens eine Katze haben oder vielleicht auch zwei oder mehrere. Und da sehen wir bei unserem Weihnachtsbaum auf der linken Seite die Luna, auf der rechten Seite den Nero. Das sind die beiden Katzen, die ich von Fridas Katzenwelt, einer Katzenschutzorganisation, bekommen habe. Also nicht vergessen, Katzen sind was ganz was Wichtiges im Internet. Damit wir uns mit HTML genauer beschäftigen können, habe ich hier eine einfache Webseite vorbereitet. Und für die, die nicht ganz genau wissen, wie so eine HTML-Seite aufgebaut ist, hier einmal die Erklärung. Auf der linken Seite, das ist praktisch eine vollständige Webseite. Und gleich ein Hinweis, die Dinge sind eingerückt. Das ist sehr sinnvoll, sehr nützlich, und ich sage dann gleich noch etwas für den Unterricht dazu. Aber zuerst schauen wir uns einmal an, was da steht. Ein HTML-Tag ist also ein Wort, das in gespitzten Klammern eingeschlossen ist. HTML-Tags treten fast alle paarweise auf, wobei der beginnende HTML-Tag keinen Schrägstrich enthält und der schließende einen Schrägstrich enthält. Und diese Tags müssen jetzt ineinander geschachtelt sein. Ich darf also nicht zuerst im HTML-Tag beginnen, dann den Head beginnen
dann HTML beenden und dann Head beenden. Das geht also nicht. Und damit man hier keine Fehler macht, empfehle ich also wirklich ganz dringend, und das rede ich vorhin für den Unterricht, empfehle ich also ganz dringend, die Dinge schön einzurücken. Denn da erkennt man sofort, aha, Title und Title mit Schrägstrich davor stehen untereinander, sind in einem Head enthalten und das Ganze ist in HTML enthalten. Wenn das nur untereinander steht und bei manchen Veröffentlichungen sieht man es so, ist die Übersichtlichkeit natürlich nicht so groß. Was ist der Head? Der Head ist ein Teil, in dem so allgemeine Informationen über die Webseite drinnen stehen. Auch der Titel kann, muss nicht drinnen stehen. Der Titel ist dann das, was im Browser oben abgebildet wird oder hineingeschrieben wird, sozusagen eine Überschrift der Seite. Der eigentliche spannende Teil der Seite ist der Body. Und im Body steht dann drinnen das, was dargestellt werden soll. Achtung bitte, wenn da Einrückungen, Zwischenräume, Zeilenwechsel und so weiter sind, das hat keinen Einfluss auf die Darstellung am Bildschirm. Wenn ich einen Zeilenwechsel haben möchte, muss ich das explizit sagen. Das kommt dann auch noch. Ja, und hier nochmal meine Zusammenfassung. Also, die Namen der Tags stehen in spitzen Klammern. Das, was innerhalb der Tags steht, nennt man HTML-Elemente, hier also grün geschrieben. Der Schrägstrich kennzeichnet bei fast allen das Ende eines Tags. Eine typische Ausnahme ist der Tag BR. BR steht für Break, für einen Zeilenwechsel. Und beim Zeilenwechsel gibt es nicht ein Anfang und ein Ende, sondern da ist das Ende gleich im Tag selbst enthalten. Ein Tag kann auch ein Attribut enthalten, in dem Fall, was ist das eigentlich für eine Farbe? Ich weiß nicht, also so ein Violett, können auch Attribute enthalten, hier violett geschrieben. Typischerweise stehen die also innerhalb des Tags. Attribut hat einen Namen, in dem Fall lang wie Language. Dann kommt ein Gleichheitszeichen und dann kommt in Apostrophen der Wert dieses Attributs. Also das Attribut lang, Language, hat hier den Wert DE, steht für Deutsch. Warum ist dynamische Webseiten? Naja, ganz einfach. Solange ich nur diese statischen Webseiten habe, kann ich nicht meinen einfachen Taschenrechner aufbauen. Auch für das Aufbauen einer Datenbank mit Katzenbildern und Katzenvideos ist es sehr schlecht geeignet. Man müsste da eine Reihe von Links unterbringen, also überhaupt nicht praktisch. Es besteht also ein Handlungsbedarf. Ich habe gestern noch einmal nachgeschaut und habe nur mit das Stichwort Katze eingegeben. Google findet fast 90 Millionen Einträge. Also ein dringendes Bedürfnis, hier etwas für Katzenvideos und Katzenbilder zu tun. In Form einer dynamischen Webseite. Das, was Sie hier sehen, ist der Hewlett-Packard HP45 Rechner. Ich habe ihn um 90 Grad gedreht, damit auf die Folie drauf passt. Ich nehme an, die meisten wissen, dass er im Jahr 1945 entwickelt wurde und daher seinen Namen bekommen hat, HP45. Den wollen wir natürlich nicht als Vorlage nehmen. Das wäre viel zu kompliziert. Aber das, was wir im Rahmen dieses Abends noch entwickeln werden, ist ein einfacher Taschenrechner, mit dem wir zwei Zahlen addieren können. Und Achtung, Spoiler-Alarm. Ganz am Schluss werden wir den Taschenrechner sogar dazu bringen, dass er auch zwei Zahlen subtrahieren kann. Wer aber möchte, kann von dem Beispiel ausgehen und kann dann selbst seinen eigenen HP45 nachbauen. Ja, die erste dynamische Webseite, die hat als Grundidee ein sogenanntes Common Gate Interface verwendet. Wenn man im Internet einmal eintippt, CGI, dann findet man sehr viele Einträge unter Computer Generated Imagery. Offenbar ist das im Augenblick eine bedeutend wichtigere Angelegenheit. Und das sage ich gleich einmal vorweg. CGI hat Nachteile. Und das erkennt man daran, dass es nicht mehr so stark nachgefragt ist und auch bei der Google-Suche erst relativ spät drankommt. Trotzdem, ich möchte ein bisschen entwickeln, wie sich das Ganze historisch aufgebaut hat. Trotzdem ist CGI etwas, mit dem wir uns einmal vom Verständnis her beschäftigen sollen. Und die Sache ist ganz einfach. Die Idee bei CGI lautet,
Wir nehmen eine Webseite her, aber das, was auf der Webseite steht, wird nicht eins zu eins an den Benutzer, den Klienten geschickt, sondern es passiert vorher noch eine andere Station. Es könnte also zum Beispiel sein, dass in der Webseite in Wirklichkeit ein Computerprogramm drinnen steht, ein Computerprogramm, das selbst erst die Webseite schreibt. Das klingt ein bisschen wild und hat auch eine Reihe von Nachteilen, über die wir gleich noch reden werden. Aber erstens einmal funktioniert und bei Svelte kommt, das verrate ich jetzt auch schon, diese Idee in einer abgewandelten Form trotzdem wieder. Also, Python liebe ich persönlich sehr, daher habe ich das Beispiel hier für Python erläutert, aber im Prinzip geht jede andere Programmiersprache. Wir werden häufig CGI-Seiten sehen, die in PHP oder in Perl geschrieben sind. Schauen wir uns einmal die Python-Version an. Und das ist ganz einfach. Abgesehen von der ersten und von der letzten Zeile ist das eigentlich genau das, was wir ein paar Folien vorher schon gesehen haben, nämlich eine einfache HTML-Webseite. Was ich davor geschrieben habe, war Print. Naja, und diese drei Anführungszeichen bedeuten, dass eben das, was dahinter kommt, nicht ein einzelner String, eine einzelne Zeichenkette ist, sondern dass sie eine Folge von Zeilen übergeben werden kann. Und bis zu den schließenden drei Apostrophen wird alles, so wie es da steht, von dem Print-Statement genommen. Also noch einmal, das CGI-Programm ist ein Python-Programm. Dieses Python-Programm beginnt mit dem Befehl Print. Dieser Befehl Print erzeugt eine HTML-Seite, eine Webseite, beginnend also von HTML bis Schrägstrich-HTML. Und das wird dann genauso weiterverarbeitet, weitergeschickt, wie es bei einer, Anführungszeichen, normalen Webseite der Fall wäre. Manchmal erkennt man solche CGI-Programme daran, dass der Aufruf, das habe ich da rechts hingeschrieben, etwas so ausschauen könnte. HTTP ist das Protokoll, dann der Name des Servers und dann sind die CGI-Programme häufig in einem eigenen Directory gespeichert. Also zum Beispiel ein Directory mit der Bezeichnung CGI-bin. Da wiederum drinnen steht dann das eigentliche Python-Programm erkennbar an seiner Endung PY. Übrigens, die Endung muss nicht sein, es gibt da noch andere Wege, kommt dann gleich. Das ist eine schöne Sache, denn wenn wir hier ein Programm haben, dann können wir uns, glaube ich, jetzt schon vorstellen, dass dieses Programm ja auch ein paar andere Dinge tun kann. Das Programm kann zum Beispiel Daten von irgendwo herholen, kann also dann, jetzt denken wir an den Taschenrechner, den wir bauen wollen, kann also von irgendwoher die Eingabedaten holen. Das ist nur ein bisschen ein Problem. Aber das Ergebnis, die Summe, rechnet das Python-Programm aus und schreibt es genau an die Stelle in die Webseite hinein, wo wir es gerne hätten. Nämlich dort, wo wir vielleicht das Wort Ergebnis untergebracht haben. Noch einmal, das Ganze funktioniert eigentlich in jeder Programmiersprache, aber egal, welche Programmiersprache es ist, es gibt einen unglaublichen Nachteil. Jedes Mal, wenn eine derartige Seite aufgerufen wird, muss auch der Sprachprozessor, also der Python, jetzt können wir diskutieren, Compiler oder Interpreter, aufgerufen werden. Das ist eigentlich gleichgültig, wenn ich eine Seite habe, die nur von einer Person immer wieder verwendet wird. Wenn es aber eine Seite ist, die pro Sekunde tausende Personen aufrufen wollen, dann wird das System sehr rasch in die Knie gehen. Ja, wo kann der Fall auftreten, dass nur eine Person sich die Seite anschaut oder eine geringe Anzahl von Personen? Wenn wir CGI in einem Mikrocontroller installieren und etwa die Raumtemperatur im Keller wissen wollen, wenn wir also im Bereich der Home Automation so etwas aufbauen wollen, dann wäre ein CGI-Programm eigentlich eine ganz gute Variante. Zurück noch einmal zu den Problemen. Wir haben schon an dem Beispiel gesehen, das Ganze beginnt mit Print und dann steht in einem String die Seite, die wir ausgeben wollen. Wenn wir jetzt eine Seite uns anschauen, eine HTML-Seite, direkt
in einem Editor. Dann sind viele Editoren so gebaut, dass wir die Tags in unterschiedlichen Farben sehen können, dass wir Strings in unterschiedlichen Farben sehen können und so weiter. Und das alles fällt natürlich weg, wenn die HTML-Seite versteckt ist im Inneren von den beiden Programmen. Das sieht natürlich der Editor nicht. Der Editor sieht, ah, Print-Statement, super, dahinter kommt ein String, das war's. Aber die Struktur dieses Strings kann nicht mehr analysiert werden und die Fehlersuche wird damit noch schlimmer. Es kommt übrigens dann noch ein Beispiel, wo die Fehlersuche noch dramatisch unangenehmer wird. Also, CGI geht. In kleinen Systemen, Home Automation schon erwähnt, kann man es verwenden. Und das Problem mit dem mehrfachen Aufruf der Sprachprozessoren hat man dann auch gelöst. Man hat ein System entwickelt mit der Bezeichnung Fast CGI. Das funktioniert dann mit ein paar Tricks, dass eben der Sprachprozessor immer nur einmal aufgerufen wird und trotzdem unterschiedliche Programme gleichzeitig bearbeiten kann. Naja, und ich habe schon vorhin gesagt, man könnte andere Programmiersprachen verwenden, nur damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. PHP wird gerne verwendet. Dann würde der Befehl so ausschauen, Print oder Echo. Die beiden sind mehr oder weniger gleichwertig. Die File-Extension wäre dann nicht PY, sondern PHP. Und jetzt habe ich gesagt, dass das System an der Endung erkennen kann, ob es den Sprachprozessor Python oder den Sprachprozessor PHP aufrufen soll oder irgendeinen anderen. Es gibt aber noch einen viel besseren Trick. In der allerersten Zeile des Programms, vor allen anderen Dingen, gibt es eine Zeichenfolge, die aus einem Nummernzeichen und einem Rufzeichen besteht. Dieses hübsche Ding heißt Shebang. Bin mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich so ausspricht. Jedenfalls hinter diesen beiden Zeichen steht dann die Adresse des Sprachprozessors. Also wir reden von einem Linux-System. Viele Webserver sind auf Linux aufgebaut. Dann steht eben da drinnen Nummernzeichen, Rufzeichen, Schrägstrich, weiß ich nicht, USR, Schrägstrich, Python. Und damit wird der Python-Interpreter aufgerufen werden. Das Ding ist meistens ein bisschen länger, aber es geht nur um ein Beispiel. Ja, und dann habe ich noch etwas verschwiegen. Ganz am Anfang steht noch ein Tag, der kein schließendes Ding hat. Da steht dann drinnen, um welchen Dokumenttyp es sich eigentlich handelt. Es sollte eigentlich bei all meinen Beispielen dabei stehen. Ich habe das aber nicht gemacht, weil ansonsten die Seiten sowieso schon zu lang sind und dann noch weniger gut lesbar hier auf den Folien sind. Aber diese erste Zeile sollte eigentlich noch drinnen stehen. Noch ein Hinweis, die meisten Systeme sind so tolerant, dass sie es akzeptieren, dass man diese Doctype-Zeile weglässt. Man kann auch das HTML weglassen, man kann das Head weglassen, man kann gleich mit dem Body beginnen. Aber eines sollte man immer tun, nämlich diese Tags paarweise auftreten lassen. Die Geschichte mit dem CGI war ganz nett, aber vielleicht gibt es was Besseres. Ja, das gibt es. Ich möchte das anhand von folgenden Beispielen erläutern. Die Active Server Pages waren der erste Ansatz, mit dem Microsoft hier gepunktet hat, und wir stürzen uns am besten gleich auf ein Beispiel. In der HTML-Seite sind jetzt spezielle Tags drinnen. Also Achtung, beim CGI haben wir gesagt, wir rufen einen Sprachprozessor auf, der die HTML-Seite erzeugt, schreibt, entwickelt. Bei den Active Server Pages haben wir eine HTML-Seite und in dieser ganz normalen HTML-Seite gibt es dann noch ein paar Dinge, die eben nicht HTML sind, sondern die Befehle an einen Sprachprozessor sind. Das heißt, der Sprachprozessor muss sehr wohl wieder den kompletten Text durchschauen, die normalen HTML-Befehle ignorieren oder genauer gesagt einfach durchschleusen und dann, wenn es der Sprachprozessor eine Zeile findet, die offenbar ihn betrifft, dann muss der Sprachprozessor das ausführen, was da drinnen steht. Okay, schauen wir uns ein Beispiel an. Hier gleich mehrere Varianten.
Angenommen, wir haben ein ASP in seiner ursprünglichen Form. Es gibt ja die Active Server Pages und die wurden in der Zwischenzeit abgelöst von ASP.NET. Wiederum klingt Microsoft durch. Und jetzt möge, erstes Beispiel wiederum, in dieser Active Server Page das Wort Datum, Doppelpunkt, und dann das aktuelle Datum ausgegeben werden. Wir sehen also einen Tag P. P, hinten steht der schließende Tag, Schrägstrich P. P ist der HTML-Befehl für einen Paragraph, für einen Absatz. Wir haben also in einem Absatz das Wort Datum. Genauso wie es da steht, Datum, Doppelpunkt, Zwischenraum wird ausgegeben. Und dann kommt dieser Tag, den der Sprachprozessor erkennt. Ich spitze die Klammer auf Prozentzeichen und das weiß jetzt, aha, das, was dahinter kommt, ist eigentlich ein Befehl in der gewählten Programmiersprache. Bei ASP war es VB Script, Visual Basic Script, das als Sprache verwendet wurde. Nun, dann wird der Befehl response.write aufgerufen. Das heißt also, schreibe etwas und füge es genau an der Stelle in der Webseite ein, wo wir gerade sind. Und was soll geschrieben werden? Der Aufruf des Programms Now. Ja, viele Programmaufrufe erkennt man daran, dass sie dahinter ein Klammernpaar, runde Klammern haben. Bei VB Script war das nicht notwendig. Gut, jetzt sehen wir aber, dass da gespickte Klammer auf Prozentzeichen, Response, Write vorkommen muss. Ganz am Schluss muss das Ganze wieder abgeschlossen werden. Da hat sich irgendetwas gerade bei mir hineingeschummelt. Ich weiß nicht, ob das alle anderen auch sehen. Weg mit dir. Will nicht weg. Das ist natürlich jetzt langweilig. Also. Okay, es geht schon wieder weiter. Also, es ist ein bisschen langweilig, wenn immer dann, wenn ich etwas ausgeben möchte, und das ist ja eigentlich logisch, dass ich ASP dazu verwende, um etwas in die Webseite hineinzubauen, immer noch Response Write schreiben muss. Und der nächste Schritt war dann, dass man diese ganzen unnötigen und eigentlich selbstverständlichen Dinge durch einen Klammeraffen ersetzt hat. Datetime ist eine Sammlung von Programmen und innerhalb dieser Programmsammlung Datetime gibt es ein Programm, das auf den Namen Now hört und eben das aktuelle Datum ermittelt. Und wir sehen, wiederum wird genau an der Stelle, wo wir es gerne hätten, das Datum hineingeschrieben. ASP, ASP.NET sind also Microsoft-spezifische Varianten, wenngleich es auch andere Hersteller dann irgendwie adaptiert haben. Was wir aber sehr häufig sehen werden, sind Konstruktionen, die ich dann unter der Überschrift PHP zusammengefasst habe. Wiederum geht es um das gleiche Problem und ich habe mir diesmal erlaubt, bei den ersten zwei Beispielen habe ich darauf verzichtet, diesmal erlaubt, auch eine Formatierung des Datums mir zu wünschen. Ich fange bei der Formatierung an. Klein d steht für den Monatstag, klein m steht für das Monat und groß y bedeutet das Jahr als vierstellige Zahl. Alles schön brav getrennt durch Punkte. So, jetzt lesen wir die Zeile also noch einmal. P, Datum und so weiter brauche ich nicht mehr zu erläutern. Und der PHP-Prozessor wird jetzt nicht durch ein Prozentzeichen angesprochen, sondern durch ein Fragezeichen und das Wort PHP. Und wiederum steht da Fragezeichen PHP, Echo, das entspricht dem Printbefehl, und was eben ausgegeben werden soll, steht dahinter. Ja, und wieder sind wir bei einer Stelle angelangt, wo sehr häufig Fragezeichen und PHP und Echo verwendet werden soll. Programmierer sind auch faule Leute, die wollen dann auch nicht mehr schreiben, als unbedingt notwendig ist. Daher hat man sich darauf geeinigt, dass den Echo-Befehl, das PHP, einfach durch ein Gleichheitszeichen zu ersetzen. Jetzt kann das natürlich zu Widersprüchen führen und kann unter Umständen nicht ganz eindeutig sein. Daher wird dann der Aufruf eines Unterprogramms oder das Aufrufen einer Variablen zusätzlich durch geschwungene Klammern gekennzeichnet. Naja, unterm Strich gesehen gewinnt man schon ein bisschen was an Schreibarbeit und das ist übrigens auch eine Schreibweise, die uns dann bei Svelte in einer anderen Form
wieder begegnen wird. Und noch ein kleiner Hinweis, man kann die Geschichte auch umdrehen. Ich kann auch sagen, der Printbefehl, also Fragezeichen, Gleichheitszeichen, das entspricht ja dem Echo, den kann ich an den Anfang stellen. Dann gebe ich das aus, was eigentlich normaler HTML-Code ist, P und Datum. Und jetzt sehen wir schon, warum der Rest in geschwungenen Klammern steht, damit auch, obwohl wir da innerhalb des PHP-Befehls sind und normale HTML-Befehle drinnen vorkommen können, damit also das System erkennen kann, hoppala, das geht jetzt mich wirklich direkt an. Ja, das war jetzt in Windeseile die Vorstellung von ASP und PHP, das in einer ähnlichen Funktion hier verwendet wird. Ja, wir brauchen schon wieder etwas. Was ist DOM genannt? Document Object Model. Gehen wir einmal einen Schritt zurück. Wir wissen, wie eine HTML-Seite aufgebaut wird. Wir können uns wahrscheinlich irgendwie vorstellen, dass diese HTML-Seite in geeigneter Weise über Leitungen, über was auch immer, an den Empfänger geliefert wird. Dort ist ein Computer. Dieser Computer enthält einen Browser. Aber was macht der Browser mit einer Zeichenfolge, die gespitzte Klammer auf, HTML, gespitzte Klammer auf, hält, gespitzte Klammer zu und so weiter enthält? Um das zu verstehen, müssen wir uns mit dem Document Object Model beschäftigen. Also hier wieder um eine Webseite. Ich habe hier ein etwas anderes Beispiel genommen, damit wir noch ein paar Sprachelemente mehr sehen. Und aus Platzgründen habe ich diese Seite nicht untereinander geschrieben, sondern in zwei Teile geteilt. Also links der Header-Teil und das geht dann rechts weiter mit dem Body. Ja, der Inhalt der Seite ist ziemlich schlicht. Also es gibt einen Header mit einer Überschriftszeile, die heißt Testseite. Das erscheint dann in der dargestellten Webseite ganz oben im Fenster des Browsers. Dann wollen wir den Text H1 irgendwo sehen in einer größeren Form. H steht für Header. H1 sind die besonders großen Headers. Je höher die Zahl ist, umso kleiner werden die Schrifttypen, die verwendet werden. Und dann soll da drinnen ein Link vorkommen. Wir haben schon bei unseren Katzenbildern gesehen, wie wichtig es ist, dass man von einer Webseite auf eine andere Webseite verlinken kann, also einfach dort weiterlesen kann, wo der Link hin zeigt. Und in unserem Beispiel sehen wir, woraus das Ganze besteht. Es gibt, wie hat das Ding heißen? Genau, Attribut. Es gibt ein Attribut, das heißt href. Und der Wert des Attributes ist dann die Adresse einer Webseite. Example.com wird gerne verwendet, weil die gibt es in Wirklichkeit ja nicht. Hier klicken ist dann der Text, der erscheint. Ja, das ist eigentlich nichts anderes als der innere Aufbau eines derartigen Links. Und noch einmal, genau das mit gespitzter Klammer auf HTML, gespitzte Klammer zu, Head und so weiter, wird vom Server an den Client geschickt, kommt dort im Browser an. Ja, was macht er jetzt damit? Der Browser zerlegt diesen Text, denn es wird immer, ich mache die Folie noch einmal schöner, das wird immer gerne als Baum dargestellt. Da gibt es den Root und dann gibt es den HTML-Teil und da gibt es den Header-Teil und den Body. Aber, Entschuldigung, wie macht es das Computerprogramm, dass es mit einem derartigen Baum arbeitet? Das ist eben ein abstraktes Bild für Informatiker, aber nicht unbedingt etwas, das man in ein Programm umsetzen kann. Aber man könnte diese HTML-Seite in dieser Form darstellen. Aber ganz langsam zum Mitdenken. Achtung, das Einrücken ist wichtig. Klammer auf, so wie in Python. Klammer zu. Die gesamte Seite ist in HTML eingeschlossen. Daher steht HTML ganz oben, ganz links, gefolgt von einem Doppelpunkt. Innerhalb dieser Seite gibt es zwei Abschnitte. Der eine war der Head und der andere war der Body. Wir erinnern uns, in gespitzten Klammern eingeschlossen, aber als Endezeichen des Heads ist noch einmal Head mit einem Schrägstrich davor gestanden. Als Endezeichen für Body ist wiederum Body mit einem Schrägstrich davor gestanden. Und das ersparen wir uns jetzt mit dem Einrücken.
irgendwie viel übersichtlicher. Ja, und ein Attribut, Title, wird mit seinem Attribut Namen dargestellt. Der Wert des Attributs, Testseite, kommt dahinter in einem String, also eingeschlossen in Doppelapostrophe. Das Ganze noch einmal für die Überschriftszeile und für den eigentlichen Link. Achtung, beim Link haben wir zwei Bestandteile. Das eine ist das Attribut href und das andere ist der Inhalt Text. Da ist jetzt ein bisschen eine Schummelei notwendig, damit wir die voneinander unterscheiden können. Aber wir sehen, indem man einen Klammeraffen und ein Nummernzeichen davor stellt, kann man auch das Attribut und den Inhalt voneinander unterscheiden. Ja, das, was da steht, ist keine Erfindung, sondern das Ding gibt es wirklich, nennt sich Yet Another Markup Language. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, dass HTML Hypertext Markup Language heißt. Und das hier ist eine Yet Another Markup Language. Ein Markup Language ist einfach eine Beschreibungssprache, eine Sprache, mit der eine Seite beschrieben wird. Ja, ich glaube, das schaut doch eigentlich recht übersichtlich aus und wir können uns sicher schon vorstellen, dass es möglich ist, wenn unsere Webseite in diese Form transformiert wurde, dann kann ein Computerprogramm daraus irgendetwas machen und kann dann letzten Endes unsere Seite rendern. Begriff heißt rendern, wenn wir aus diesem Buchstabenhaufen am Schluss etwas Grafisches machen, das wir dann am Bildschirm sehen können. Ja, es gibt noch eine andere Darstellungsform, die recht interessant ist. Das ist die JavaScript Object Notation. Eine ganz wichtige Darstellungsform im Bereich der Informatik, eine ganz wichtige Darstellungsform im Bereich von Webseiten. Denn wenn ein Computer mit einem anderen Computer spricht, dann werden die Informationen des ersten Computers häufig über ein derartiges JSON-Ding, JavaScript Object Notation, übertragen. Und ich habe es natürlich auch hier wiederum durch Einrücken versucht, übersichtlich darzustellen. Aber im Vergleich zum YAML, den wir vorher gesehen haben, ist hier für die Übertragung der Zeilenwechsel, der Zwischenraum völlig gleichgültig. Also ihr könnt das Ganze auch in einer einzigen langen Wurst schreiben und wenn das von einem Computer an einen anderen Computer geschickt wird, dann versteht der Empfänger immer noch, worum es geht. Ja, ansonsten brauche ich das, glaube ich, nicht unbedingt im Detail zu erläutern, aber eines erscheint mir doch wichtig. Wer auch immer hier etwas beginnt, zum Beispiel der Hey in der zweiten Zeile, dann wird das, was der Hey beinhaltet, in geschwungene Klammern eingeschlossen. Das kann eine einzige Information sein, wie zum Beispiel beim Title, oder können mehrere Informationen sein, wie bei dem A-Tag ein Stückchen weiter unten. Ja, und etwas, was ich wiederum dringend empfehlen möchte, bitte die geschwungene endende Klammer, also die schließende geschwungene Klammer, soll exakt unterhalb des Anfangsbuchstabens von dem, ja, Key heißt es in dem Fall, von dem Wort Head oder vom Wort Body und so weiter stehen. Unglaublich wichtig, wenn man später einmal das Programm selbst lesen möchte. Gut, und damit wollen wir diesen Ausflug in Richtung DOM jetzt einmal unterbrechen oder abschließen und die Webseite, die hier entstanden ist, Achtung, Überschrift Allgemeines und darunter ein Link hier klicken, schaut dann so aus. Keine besonders große Überraschung, wie ich meine. Nächster Schritt. JavaScript. JavaScript ist dasjenige Ding, und da kommt dann gleich nochmal eine kurze Erläuterung dazu, die für Webanwendungen unverzichtbar ist. 98% habe ich gelesen, der Webanwendungen verwenden in irgendeiner Form diese Sprache JavaScript. JavaScript ist eine Programmiersprache, die jeder Browser versteht. Und wenn wir eine, Achtung, unser Fernsehen, dynamische Webseiten wollen wir nicht vergessen. Wenn wir eine dynamische Webseite schreiben und in der dynamischen Webseite kommen JavaScript-Befehle vor, dann können wir uns darauf verlassen, dass auch der dümmste Browser mit diesen JavaScript-Befehlen etwas anfangen kann. Ja, also Frontend, das ist die Seite,
vom Internet, wo wir als Benutzer davor sitzen, ist der Bildschirm, wo wir draufschauen. Das ist also die Oberfläche, die dem Benutzer zugänglich ist. Das ist die Webseite. In diesen Webseiten kommt also JavaScript recht häufig vor. Aber in der Zwischenzeit gelingt es auch im Backend, das ist der Server, das andere Ende der Leitung, das Rechenzentrum, unser Server, den wir entweder mieten oder verwenden dürfen oder was auch immer. Auch im Backend kann JavaScript verwendet werden und SvelteKit verwendet JavaScript in beiden Formen. Das Wort Node steht noch da. Node ist ein. Okay, jetzt wird es kompliziert, machen wir es einfach. Ich kann einen Webserver programmieren, der auf Node, das ist eine JavaScript-Applikation, aufgebaut ist. Ich lasse es so stehen. Wie ist JavaScript entstanden? 1995 entwickelt. Es hat nichts mit Java zu tun. Jetzt hat es erst einen anderen Namen gehabt, aber da Java gerade in so einem Hype aufsteigenden Ast war, hat man sich aus Marketinggründen dazu entschieden, diese Sprache auch mit den Buchstaben JAVA beginnen zu lassen, den Namen. Noch einmal, JavaScript hat mit Java überhaupt nichts zu tun. Es war ein reiner Marketing-Gag. Und in der Zwischenzeit hat man die Sprache auch genormt. Ja, ich muss sagen, wie ich mich zum ersten Mal mit JavaScript beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, naja, schön, man kann auf der Webseite ja irgendwas ein bisschen was abfragen, was soll's. In der Zwischenzeit gestehe ich, JavaScript hat mich überzeugt. Es ist eine wirklich vollwertige und eigentlich recht hübsche Programmiersprache geworden. Und alles, was man da am Anfang an, ja, an unnötigen Schreibarbeiten noch hineingepackt hat, das kann man jetzt weglassen, braucht sich das nicht mehr anzusehen. Man kann in JavaScript wirklich schöne Dinge machen. Achtung, brauchen wir bei Svelte. JavaScript wurde genormt, als unter der Bezeichnung ECMAScript finden wir es auch. Und früher hat man die Versionen durchnummeriert, JavaScript 4, JavaScript 5 und so weiter. In der Zwischenzeit schreibt man einfach die Jahreszahl dazu und das ist durchaus sinnvoll, wenn man dann auch ein Gefühl dafür hat, ob man da eine etwas ältere oder neuere Version vor sich hat. Aktuell ist es die Version 2023, aber man kann damit rechnen, dass heuer eine weitere erweiterte Version herauskommt. Es gibt ein Konsortium, das sich da sehr intensiv damit beschäftigt. Und jetzt ein Beispiel. Wir haben hier wieder eine HTML-Seite auf der linken Seite, aber etwas Besonderes, gelb unterlegt. Innerhalb des Head kommt ein Tag mit der Bezeichnung Script vor, der natürlich mit Schrägstrich Script brav endet. Innerhalb dieses Skripts kommt eine Function vor. Jetzt müssen wir uns also genau überlegen, wie solche Dinge rein syntaktisch ausschauen, aber lassen wir das jetzt einmal so stehen. Diese Function hat den Namen SagHallo. Dahinter kommt auf jeden Fall ein Paar von runden Klammern, wo dann eventuell Argumente drinnen stehen können. Aber was dann auch noch notwendig ist, ist ein Paar von geschwungenen Klammern. Und in diesen geschwungenen Klammern steht drinnen, was die Funktion sag hallo machen soll. Und Überraschung, diese Funktion erzeugt das Wort hallo in einem kleinen Rahmen, das sogenannte Alert, am Bildschirm. Also noch einmal, hier im Header vereinbaren wir im Skriptteil eine Funktion sag hallo. Aber Achtung, wir vereinbaren sie hier nur. Da wird noch nichts ausgeführt. Ausgeführt wird das Ganze erst zu einem späteren Zeitpunkt. Hier geht es nur um die Vereinbarung. Prinzipiell könnten diese Script-Tags sowohl im Header wie auch im Body drinnen stehen, aber es hat durchaus seine Vorteile, wenn die Scripts alle im Head versammelt sind. Ja, und jetzt schauen wir uns den Body an. Im Body gibt es einmal einen Tag, der heißt Button. Große Überraschung, der Tag mit der Bezeichnung Button erzeugt am Bildschirm einen Knopf, der zum Draufdrücken, zum Draufklicken einlädt. Und bevor wir das Rotgeschriebene betrachten, was steht hinter dem Ende des Button-Tags oder
zwischen dem Button Take und dem schließenden Button Take, sag Hallo. Also ich glaube, das erklärt sich selbst. Sag Hallo ist offenbar jener Text, der in dem Button erscheinen wird. Jo, das klingt schon mal ganz gut. In dem Button Tag kommt jetzt ein ganz wichtiges Attribut, nämlich das Attribut, das überhaupt erst sagt, was passieren soll, wenn auf diesen Tag draufgeklickt wird, auf diesen Button draufgeklickt wird. Und das Attribut hat den durchaus verständlichen Namen OnClick. Immer dann, wenn wir in einer Programmiersprache etwas finden, das mit On anfängt, ist es in den meisten Fällen etwas, das darauf hinweist, dass hier ein Vorgang ausgelöst wird. Also es ist kein Vorgang, der immer stattfindet, wie wenn ich eine Reihe von Programmanweisungen hintereinander habe, dann wird die von oben nach unten abgearbeitet und wenn eine Verzweigung drinnen ist, dann geht es einmal links weiter, einmal rechts weiter, wenn eine Schleife drinnen ist, wird das wiederholt. Nein, on ist etwas, das durch ein äußeres Ereignis, in unserem Fall durch das Anklicken des Buttons, ausgelöst wird. Und diejenigen, die so im Bereich der Mikroprozessoren tätig sind, werden häufig mit Interrupts zu tun haben. Wir können uns also vorstellen, dass on irgendwas sowas Ähnliches ist wie der Aufruf eines Interrupts. Wer mit Interrupt nichts zu tun hat, muss auch nicht traurig sein. Wir merken uns einfach, ein Ereignis, wichtiges Wort, wird ausgelöst. Also, on-click, was wird ausgelöst? Genau die Funktion, die wir ein paar Zeilen drüber vereinbart haben. Oben war die Vereinbarung der Funktion, sag Hallo, unten ist der Aufruf der Funktion, sag Hallo. Gelb unterlegt die Vereinbarung, rot geschrieben der Aufruf. Ich glaube, das ist durchaus leicht verständlich. Ich habe das Ganze hier jetzt noch einmal vergrößert dargestellt, für den Fall, dass also die Schriftart, die ich gewählt habe, zu wenig lesbar war. Noch einmal die beiden wesentlichen Teile. Es gibt einen Skriptteil, in dem die Funktion sag Hallo vereinbart wird. Bitte auch auf die Klammern, Anführungszeichen und Strichpunkte zu achten. Und es gibt einen Teil, in dem die Funktion sag Hallo aufgerufen wird, vor allem eben durch das Wort on-click gekennzeichnet. Ja, kleiner Hinweis noch. Ältere JavaScript-Versionen hatten am Ende einer Anweisung keinen Strichpunkt und aus Kompatibilitätsgründen hat man das größtenteils weiter behalten. Ich würde aber dringend empfehlen, sich nicht darauf zu verlassen. Es gibt Fälle, wo das dann wirklich nicht funktioniert. Ich würde also dringend empfehlen, am Ende einer Anweisung immer einen Strichpunkt zu setzen, sich das einfach auch so anzugewöhnen. Ja, wenn wir das jetzt machen, auf der linken Seite vielleicht nicht besonders eindrucksvoll, die Webseite vor dem Aufruf mit dem Button Sag Hallo. Und sobald ich auf diesen Button draufklicke, erscheint das Wort Hallo in diesem Rahmen drinnen. Ich nehme an, viele haben solche Alerts in anderen Zusammenhängen schon gesehen. Manchmal sind es auch viele Meldungen, die sich auf diese Art und Weise ankündigen. JavaScript ist eine Programmiersprache, die sich weiterentwickelt und man hat sich auch hier überlegt, wie man vielleicht diese Funktionsvereinbarung, die ja sehr häufig benötigt wird, wie man die vereinfachen kann. Und ich stelle das jetzt einmal so hin, ohne es wirklich ganz detailliert zu behandeln. Anstelle von den paar Zeilen Function, sag Hallo, geschwungene Klammer auf, Alert Hallo, geschwungene Klammer zu. Das sind mindestens drei Zeilen, wenn man es schön übersichtlich schreibt, kann man das Ganze auch in dieser Form schreiben, wobei sich der Begriff Fat Arrow, also fetter Pfeil, eingebürgert hat und diesen fetten Pfeil besteht aus einem Gleichheitszeichen und aus einem Größerzeichen, sehen wir hier unmittelbar vor dem Wort Alert. Und das ist eine Schreibweise für Funktionen, die ich auch in meinen Beispielen immer wieder verwenden werde, weil sie kürzer ist und darüber hinaus auch Vorteile bietet,
wenn wir sogenannte anonyme Funktionen brauchen. Aber da kommen wir jetzt ganz weit weg von unserem Thema und ich behandle das jetzt, die anonymen Funktionen, nicht im Detail. Eine zweite Alternative zeige ich darunter. Vorhin haben wir gesagt, wir nehmen einen Button. Wir verwenden, um den Klick, das Klickereignis abzufangen, das Wort OnClick und rufen dahinter unsere JavaScript-Funktion auf. Das Ganze ging auch in der Form, indem ich den Namen der aufzurufenden Funktion Alert gleich dahinter schreibe. Das ist eine kleine, man so wollen, Verschönerung, Vereinfachung. Und die ganze Vereinfachung oben in dem JavaScript-Teil, im Skript-Teil, würde damit nicht notwendig sein. Die ganze Funktion sag hallo ist damit nicht notwendig. Aber ich wollte eigentlich zeigen, wie man eine Funktion vereinbart und es war jetzt nur ein kurzer Ausflug. jQuery, ich habe überlegt, ob ich dazu etwas schreiben soll. jQuery ist etwas, das die Schreibweise, die wir auf den folgenden Seiten sehen werden, vereinfacht. Trotzdem ist das Ganze in der Zwischenzeit eigentlich veraltet, obwohl man es in einer Reihe von Programmen nach wie vor sieht. Ich lasse einmal mit diesen zwei Zeilen hier stehen. Es ist ein JavaScript-Framework, also etwas, das das Schreiben von JavaScript-Programmen vereinfacht. Und es ist etwas, das gleichzeitig in der Zwischenzeit keine große Bedeutung hat. Und ich habe dann darauf verzichtet, obwohl ich ursprünglich daran gedacht habe, ich habe verzichtet, ein jQuery-Beispiel hier unterzubringen. Wann kommt endlich Svelte? Wir beschäftigen uns schon die ganze Zeit damit, obwohl es nicht wirklich sichtbar ist. Denn all die Dinge, die wir hier besprechen, sind Bauteile, die dann in Svelte wieder vorkommen, eventuell in einer wesentlich vereinfachten Vorkommen. Und daher die Idee, uns auf diesen Weg hinzuführen. Was hat man früher gemacht? Wie umständlich hat man früher das ein oder andere formulieren müssen? Und wie einfach geht es jetzt? Aber noch einmal, hier ist eine weitere Frage, über die wir uns den Kopf zerbrechen sollen. Jetzt wollen wir unsere Katzenbilder, Katzenvideos wunderbar geordnet, sortiert nach Katzenrassen, nach Größen, nach Farben und so weiter darstellen. Da braucht man doch irgendetwas, um diese Information unterzubringen. Wir brauchen Datenbanken. Jawohl. Eine schöne, dynamische Webseite wird in den seltensten Fällen ohne den Zugriff auf eine Datenbank auskommen. Aber ich denke, das ist eine Gelegenheit, dass wir uns über einen ganz anderen Aspekt im Rahmen dieses Abends auch noch unterhalten sollten. Um den Aspekt der Verantwortung des Programmierers. Denn wenn jetzt die Daten von Millionen Katzen oder von Millionen Menschen auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, in einer Datenbank drinnen stehen, ausgewertet werden können. Und sollten wir immer wieder daran denken, welche Verantwortung da eigentlich damit verbunden ist. Und bevor wir uns mit den Datenbanken noch näher beschäftigen, ein paar Gedanken zu diesem Thema. James Orwell hat einen berühmten Roman verfasst, 1994. Es ist übrigens nur das Verdrehen der Jahreszahl, wann der Roman entstanden ist. Und da kommt der berühmte Große Bruder vor, den sicherlich einige, wenn sie schon den Roman nicht gelesen haben, vom Namen her, von der Bezeichnung erkennen. Ein gewisser Aldous Huxley hat 1932 auch einen ganz tollen Roman geschrieben über die hässliche neue Welt. Eine dystopische Vorstellung, in welcher Richtung sich die Welt entwickeln könnte. 1932 verfasst. Knapp. Vor 100 Jahren, bald haben wir ein Jubiläum davon. Und die Frage lautet, wie weit sind wir eigentlich schon in dieser hässlichen neuen Welt von Huxley gelandet? Der letzte, den ich hier erwähnen möchte, ist der Ron Bradbury, der gewarnt hat vor Bücherverbrennungen. Der Roman ist 1953 erschienen.
Die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten waren 1932, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nur im Indiana Jones spielt es erst zu einem späteren Zeitpunkt, aber Indiana Jones ist ja kein historischer Bericht. Und in seinem Roman Fahrenheit 541 hat er vor den Bücherverbrennungen gewarnt. Achtung, wir sind nicht allzu weit. Wir haben eine amerikanische Vorwahl heute schon miterlebt und ein gewisser Herr hat hier die überwältigende Mehrheit von Stimmen bekommen. In einer ganzen Reihe von Bundesstaaten sind Bücher aus Schulbibliotheken zu entfernen gewesen, weil sie Inhalte enthalten, die in dem Fall den herrschenden Republikanern nicht gefallen haben. Mal schauen, wer der nächste amerikanische Präsident wird. Ja, wir kommen vom Thema ab. Wir wollten eigentlich über Datenbanken reden und noch einmal, sie werden überall benötigt, wenn wir eine dynamische Webseite schreiben. Es gibt Datenbanken, die kosten große Münzen zum Einwerfen. Es gibt Datenbanken, die sind gratis und wir können, wenn wir wollen, bei den praktischen Übungen uns auch einmal anschauen, wie man eine derartige Datenbank installieren kann. Aber um auf die vorgehende Folie zurückzukommen, wo sind denn eigentlich diese Daten gespeichert? Wenn mir eine Gratis-Datenbank angeboten wird, schaue ich dann nach, wo die Daten drinnen sind. Wenn das just for fun ist, damit ich meine Katzen in der näheren Umgebung abspeichere, ist vielleicht der datenschutzrechtliche Aspekt durchaus überschaubar. Wenn es sich aber um die Daten echter Menschen handelt, dann bitte ist es wichtig, und ob wir die Datenschutzgrundverordnung wollen oder nicht, steht ja gar nicht zur Debatte. Es ist sicherlich wichtig, sich zu überlegen, wo denn dieser Datenbankserver steht. Steht er innerhalb der Grenzen der Europäischen Union und unterliegt er daher diesen Rechtsvorschriften? Oder steht er irgendwo in Amerika, wo, naja, Homeland Security auf diese Daten zugreifen kann und die Betreiber sogar gesetzlich verpflichtet sind, zu leugnen, dass Homeland Security auf die Daten zugreifen darf? So schaut es aus. Und wiederum schmeiße ich hier ein paar Begriffe in den Ring, weil es entscheidend sein kann, in welcher Richtung ich mich weiterentwickeln möchte, in welcher Richtung ich hier weiter Dinge entwickeln will, Programme entwickeln will, was ich dafür verwenden möchte. SQL, also Structured Query Language, ist ein altbekanntes Datenbanksystem, ein sehr starres System, ein sehr gut entwickeltes System, ein sehr mächtiges System und sehr viele Datenbanken, kostenpflichtige und auch gebührenfreie Datenbanken, verwenden diese Structured Query Language und die entsprechenden Datenbanken haben dann häufig auch die Buchstaben SQL im Namen drinnen. Noch einmal, hier werden starre Schemata verwendet. Beispiel. Angenommen, ich habe eine Datenbank, in der die Mitarbeiter meines Betriebes alle gespeichert sind und da gibt es drinnen ein Feld mit der E-Mail-Adresse und ein Feld mit der ersten Telefonnummer und ein Feld mit der zweiten Telefonnummer. Und jetzt komme ich irgendwann einmal drauf und sage, hey, cool, eigentlich wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn ich meine Mitarbeiter auch über Telegram verständigen könnte, über einen Messenger-Dienst verständigen könnte. Und jeder Telegram-Teilnehmer hat eine User-ID. Und wenn ich diese User-ID kenne und, muss man auch dazu sagen, der Benutzer zugestimmt hat, dann kann ich über einen Computer, über meinen Rechner an meine Mitarbeiter oder an ausgewählte Mitarbeiter etwas schicken. Aber wenn ich eine SQL-Datenbank für meine Mitarbeiter aufgebaut habe, dann muss ich entweder die ganze Datenbank reorganisieren und ein neues Feld einbauen für diese Telegram-ID oder und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ich verwende eine NoSQL-Datenbank. Eine SQL-Datenbank, die Not Only SQL im Namen drinnen hat, die also sehr flexibel ist, die, jetzt würde ich einmal sagen, in jedem Datensatz einen anderen Aufbau haben kann, was die Abfrage der Datensätze natürlich auch sehr spannend macht, die zum Teil sehr exotische Abfragemethoden kennt, aber die sich immer mehr und mehr, immer steigender Beliebtheit erfreut. Und warum ich das sage, meine Empfehlung lautet, wer dann nachher sagt, ja, jetzt würde ich ganz gerne
eine tolle App mit SvelteKit aufbauen, sollte vielleicht darüber nachdenken, ob die verwendete Datenbank nicht vielleicht eine NoSQL-Datenbank sein kann. Ich habe da jetzt zwei Namen hingeschrieben, die MongoDB und die CouchDB. Und bei mobilen Anwendungen ist die CouchDB besonders nett, weil automatisch zwischen unterschiedlichen Sätzen oder unterschiedlichen Orten, wo die Datenbank gespeichert ist, synchronisiert wird. Ja, da haben wir so eine Abfrage drinnen. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Wir sind wiederum mitten in irgendwelchen PHP- oder CGI-Themen dabei. Bitte mitdenken. Eine Abfrage, jetzt sage ich mal, egal ob SQL oder NoSQL, aber bleiben wir bei SQL. Eine Abfrage an eine SQL-Datenbank könnte so ausschauen. Select, Vorname, Familienname, from Mitarbeiter. Okay. Das ist der Abfragestring. Diesen Abfragestring übergebe ich zum Beispiel in einem PHP-Programm an die Schnittstelle meiner SQL-Datenbank. Die SQL-Datenbank erzeugt damit ein Abfrageergebnis, zum Beispiel ein Feld, in dem all die Mitarbeiter drinnen stehen. Und das PHP-Programm muss dann aus diesem Ergebnis wieder eine HTML-Seite bauen. Und wo kann ich Fehler erkennen? Kann ich erkennen, ob mein SQL-Statement, meine SQL-Abfrage einen Fehler enthält? Nein, geht nicht. Ist ja ein String. Kann ich erkennen, ob der String, der zurückgeliefert wird, richtig als HTML-Seite dargestellt wird? Nein, das sehe ich auch nicht sofort. Das sehe ich erst dann, wenn die Seite fertig ist. Schön geht's, ne? Wie viele Fehlerquellen stehen denn hier auf einem Haufen? Gibt es da nicht etwas Besseres? Naja, es gibt bessere Lösungen. Auch dazu kommen jetzt noch ein paar Schlagworte. Bevor wir uns diese Lösungen anschauen, müssen wir schauen, was ein modernes System, darauf, SvelteKit, kann. Eine responsive Website, eine Webseite, die weiß, wo sie dargestellt wird, auf einem Handy, auf einem Tablet, auf einem großen Bildschirm. Die Ausgabe wird automatisch angepasst. Das nennt man responsive. Und dann noch ein ganz kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, für alle diejenigen, die selbst schon Webseiten gebastelt haben und vielleicht damit begonnen haben, hier die einzelnen Spalten und Zeilen für die Darstellung in einer Table anzuordnen. Bitte vergesst das alles. Das ist Schnee von übervorgestern. Wenn wir eine schöne übersichtliche Anordnung machen wollen, die auch responsive ist, dann bitte einmal schon auch schauen, was bedeutet der Tag Flex? Was macht man mit einem Flex? Das nur so als Einschub, während ich die Folie geschrieben habe, ist mir das eingefallen und das wollte ich unbedingt unterbringen. Ja, Frage. Was bedeutet die Buchstabenfolge Spa? Nur im Internet findet man, das ist ein Badeort in Belgien oder es wird interpretiert als Sanitas per Aquam, also man geht dann. Da bin ich übrigens ganz gerne unterwegs, dort in Bad Waltersdorf, etwas, das mir sehr gut gefällt. Aber das hat nichts mit der dynamischen Webseite zu tun. Das sozialpsychiatrische Ambulatorium da irgendwo in Wien, das ist anscheinend auch nicht. Und auch die Schmutzwasserpumpenanlage der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz hilft uns im Bereich der HTML-Seite nicht weiter. Aber als Single-Page-Application kommt das wieder. Wie schaut es aus, wenn wir mit herkömmlichen Methoden eine Webseite gestalten. Also da gibt es die erste Webseite und dann gibt es ein Link von der ersten Webseite auf die zweite Webseite und wenn wir dann weiterblättern, kommen wir auf die dritte Webseite und so geht es dahin. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Webseite aufrufen, geben wir einen Befehl an den Server. Der Server sucht die gewünschte Webseite, bereitet die Webseite auf, schickt sie uns zurück. Das kostet Zeit. Und wir sind immer ungeduldiger geworden, wenn wir an unserem Handy herumtippen, wenn wir vor dem Computer sitzen. Wir erwarten, dass die Antwort aber so schnell da ist. In dieser ursprünglichen Technologie ist es nicht so leicht möglich, aber sogenannte Single-Page-Application können das. Da wird mehr oder weniger die Webseite als ein Ganzer geladen und nur innerhalb von diesem geladenen Ding wird dann hin und her verzweigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hallo.
wenn ich jetzt damit warten muss, bis die ganze Webseite geladen ist, das dauert ja auch eine kleine Ewigkeit. Nein, 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 so ist es nicht. Also angezeigt wird sofort damit der Anfang der Seite und während wir noch beginnen, darüber nachzudenken, was der Text eigentlich heißt, der uns da gezeigt wird oder das Bild, das wir uns anschauen, wird im Hintergrund fleißig weitergeladen und von dann an kann ich wirklich mit Knopfdruck von einem Inhalt auf den anderen Inhalt umschalten und die sind alle im Speicher meines Handys, meines Rechners schon vorbereitet. Das geht dann wirklich blitzschnell. Nächster Punkt. PWA, Progressive Web Apps, das ist ein Dash schon wieder. 2015-41 sind das Programme, die im Prinzip auf jeden Browser, der damit umgehen kann, dargestellt werden können. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Wenn ich eine App schreibe, ein Programm schreibe, und ich möchte, dass dieses App unter Android sichtbar wird, ich möchte, dass das auf einem Apple-Handy, auf einem iPhone sichtbar wird, ich möchte das auf meinem Desktop-Computer sehen und vielleicht noch ein paar anderen, die auch noch eine Rolle spielen, dann muss ich für jede dieser Anwendungen meine Seite anpassen. Und das ist natürlich eine sehr zarte Angelegenheit, die nicht unmittelbar dazu führt, dass sich ein Programm rasch verbreiten kann. Daher Progressive Web Applications, auch hier wieder nur das Prinzip erläutert, eine PWA ist eigentlich nichts anderes als eine Webseite, die in einem Browser läuft. Wobei man dann alles, was so ausschaut wie ein Browser, wegschaltet, sodass diese Webseite genauso ausschaut, als wäre es eine sogenannte Native App, also eine App, die direkt für ein bestimmtes System, für Android, für iPhone und so weiter geschrieben worden ist. Jo, einmal schreiben, überall verwenden, ganz tolle Angelegenheit. Es gibt einen Schönheitsfehler, wenn unsere Native App auf ganz spezielle Hardware-Komponenten zugreift. Und dann müssen wir mal schauen, ob es irgendjemanden gibt, der für die PWA diesen Hardware-Zugriff in ein JavaScript-Programm, Achtung, funktioniert alles mit JavaScript, in ein JavaScript-Programm übersetzt. Dann gibt es aber keine Hemmungen mehr, dann kann ich meine PWAs auch mit hardware-spezifischen Dingen verwenden. GPS wäre so ein Beispiel, das ich da hingeschrieben habe. So. Wir haben schon langsam alle Begriffe durch. Was ist denn Web Framework? Bei allen unseren Überlegungen hat sich die Aktion Seite aufbauen, auf einer Datenbank nachschauen, neue Seite aufbauen, Ergebnisse der Datenbankabfrage in die neue Seite einbauen und so weiter, alles am Server abgespielt. Serverseitige Verarbeitung steht hier. Und das ist auch ganz toll, wenn wir von einer Seite zur anderen Seite weiterschalten wollen. Das ist der Begriff Routing, der hier erwähnt wird. Und auch Datenbanken sind üblicherweise eben am Server und nicht am Client, nicht auf unserem Rechner, den wir mit uns herumtragen, in unserem Handy. Single-Page-Applications schlagen sich mit dem natürlich. Das ist keine besonders gute Idee. Aber wer sich damit beschäftigen möchte, dem sei ein paar Namen genannt. Django. Mein Favorit Web2Py, das in der Zwischenzeit weiterentwickelt wurde, 2Py for Web, Flask und einige andere sind Dinge, Achtung, viele davon in Python geschrieben, mit denen man solche Frameworks schreiben kann. Nur mein ganz persönlicher Eindruck, und das ist jetzt wirklich eher meine private Meinung dazu und nicht unbedingt etwas, das so durch die Literatur hundertprozentig abgesichert wird. Wir sollten eigentlich darüber nachdenken, wie wir von dieser serverzentrierten Lösung wegkommen und zu Lösungen kommen, wo ein Großteil der Arbeit im Client auf unserem Gerät stattfinden kann. Ganz werden wir das nicht wegbringen. Wir werden tatsächlich noch Arbeiten haben, die am Client, die am Server laufen müssen. Denken wir an die Datenbank. Aber schauen wir mal, was wir da alles unterbringen. SvelteKit kann das. SvelteKit kann ich sagen, ich hätte ganz gerne, dass dieses Programm JavaScript am Server läuft und dieses Programm soll am Client laufen. Und damit sind wir eigentlich sehr gut unterwegs
Und die Web-Frameworks, die ich hier erwähnt habe, sind spannend, aber nach meiner privaten Meinung fallen sie schon langsam aus der Zeit heraus. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie unser Taschenrechner, der zwei Zahlen addieren kann, tatsächlich funktioniert. Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Es kommen JavaScript-Programme vor und die Grundidee lautet, einmal zu sehen, erstens einmal, wie kann ich in JavaScript diese Probleme lösen? Was kann JavaScript eigentlich alles? Und negative Erfahrung, wie umständlich sind manche Dinge und wie erfreut werden wir sein? Also, jetzt wissen wir schon, wie es weitergeht. Wie dann dieselbe Lösung und das Welt ausschaut. Also, wir fangen an mit einem Taschenrechner. Version 1.0. Er hat eine Überschrift, Taschenrechner, er kann nur addieren. Da kann ich eine Zahl eingeben, eine zweite Zahl eingeben. Drücke auf Addiere. Ganz am Anfang, solange noch nichts drinnen steht, steht unten bei Resultat unbestimmt, aber später, wenn er gerechnet hat, wird da das Ergebnis drinnen stehen. Wie macht man das? So. Jetzt sind wir wiederum in einem Programm drinnen, das aus zwei Teilen besteht. Aus Platzgründen habe ich hier auf der ersten Folie den Header-Teil untergebracht und das Wort HTML habe ich noch weggelassen. Und auf der zweiten Folie kommt dann der Body-Teil. Was steht im Header-Teil drinnen? Im Header-Teil gibt es eigentlich nur mehr ein Skript. In dem Skript gibt es nur eine einzige Function. Und diese einzige Function hat offenbar irgendwie den Auftrag, die beiden Zahlen, die addiert werden sollen, sich aus der Webseite herauszuholen. Das steht da bei LED-Eingabe 1 und so weiter. Und dann in der dritten Zeile von der Function, Function-Rumpf, soll dann die Summe gebildet werden. Ich hoffe, dass das halbwegs verständlich ist. Ich blättere dann noch einmal zurück, aber zeige jetzt einmal, ups, wo ist die zweite Seite hingeraten? Okay, da ist was schief gegangen. Die zweite Seite sehen wir offenbar erst ein Stück später. Na egal. Wir können das dann nachher noch weiter diskutieren, aber zuerst lade ich einmal ein, wer auch immer möchte, kann während des Vortrages, da ist der Server eingeschaltet, unter dieser Adresse http://, zum Beispiel auf seinem Handy unter cc.weißenböck.at/t1 Taschenrechner Version 1.0.html das Ding ausprobieren. So, und jetzt lasse einmal allen so viel Zeit, dass sie das einmal testen und ich bitte dann um die erste Wortmeldung, was beim Ausprobieren hier einfällt. Bitte nicht vergessen, das Mikrofon einschalten, sonst hören wir das nicht. Wer hat es schon ausprobiert? Oder sind gerade alle beim Kaffee trinken? Gelegentlich sind wir auf dem Schreiben. Das wird nur angehängt, aber nicht addiert. Ah, interessant. Schauen wir uns noch einmal das Programm an. Was steht da? Da steht aber doch Eingabe 1 plus Eingabe 2. Warum ist das keine Addition? Hat irgendjemand einen Verdacht? Das arbeitet nur mit Strings. Genau. Das heißt also, Achtung, wichtige Erkenntnis, solange wir nichts anderes sagen, arbeitet JavaScript mit Strings. Und das Pluszeichen hat eine mehrfache Bedeutung. Wenn es zwischen zwei Zahlen steht, dann wird tatsächlich addiert. Wenn es zwischen zwei Strings steht, dann werden die verkettet. Also wenn wir hier eingeben, Zahl 1, Zahl 2, jeweils mit den Werten 1 und 2, dann kommt nicht 3 heraus, sondern 1, 2 oder 12. War also keine gute Idee. Wir tun weiter. Die Version 1.0, da kommt der Body. Entschuldigung, da habe ich jetzt die Folien ein kleines bisschen durcheinander gebracht, aber es ist nicht so schlimm. Wir wissen, gehen wir nochmal zurück, das war der Header. Im Header haben wir die Funktion Add Zahlen vereinbart. Im Body gibt es jetzt eine Zeile Input, die vierte von oben im Body. Da steht Input Type ist Text. Ah, wir sehen schon. Die Eingabe liefert einen Text, liefert einen String. Das, was bei diesem Input eingelesen wird,
hat dann offenbar unter dem ID Feld 1 eine Möglichkeit, angesprochen zu werden. Und das mit dem Namen lassen wir mal kurzzeitig weg, es wird sonst zu kompliziert. Also Feld grün geschrieben, und jetzt schauen wir wieder zurück. Get Element by ID grün geschrieben. Das ist der Zusammenhang. In der Funktion wird über die Funktion Document Get Element by ID auf das Feld 1 grün geschrieben zugegriffen. Und der Value, der Wert, ist zwar eine Zeichenkette, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, wird als Zeichenkettenwert an die Variable Eingabe 1 übergeben, wird dort abgespeichert. Okay. Ja, dasselbe passiert dann noch einmal mit der Zahl 2, und den Submit-Befehl kennen wir ja schon. In dem Fall wird mit onClick diese Methode addZahlen aufgerufen. Und jetzt schauen wir uns dann noch die letzte Zeile an, da steht Result span ID ist gleich Result. Wir haben also hier ein Feld, beginnt mit span und endet mit Schrägstrich span. In diesem Feld steht am Anfang drinnen das Wort unbestimmt. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen. Und dieses Feld kann offenbar angesprochen werden über die ID Resultat. Und jetzt schauen wir wieder zurück, was da im Programm passiert. Da steht, nachdem ich die beiden Zahlen eingelesen habe, Document Get Element by ID Resultat. Und jetzt soll das, was in diesem Element Resultat als HTML-String im Inneren steht, da wo derzeit drinnen steht, unbekannt. Dieser String wird jetzt ersetzt durch das Ergebnis von Eingabe 1 plus Eingabe 2. Ja, das schaut eigentlich ganz toll aus. Aber es hat den Nachteil, es verkettet die beiden Strings. Naja, daher gehen wir sofort weiter. Da sehen wir das Ganze noch einmal, aber das ist eh klar. Da sehen wir das Ganze jetzt noch einmal als Ergebnis für die, die es nicht ausprobiert haben. So schaut es aus, wenn ich 12 und 34 eingebe, und es kommt nicht die erwartete Summe von 46 heraus, sondern 1234 oder als String 1, 2, 3, 4 gelesen. Version 1.1, und der wesentliche Unterschied ist das rot geschriebene. Wir schreiben, bevor wir das Ganze abspeichern, den Aufruf der Funktion parseInt hinein. Und ich glaube, der Name parseInt ist bereits selbsterklärend. Der String, den der Document und so weiter Befehl geliefert hat, wird geparst, wird analysiert. Es wird nachgeschaut, ob ein Integerwert, ein Zahlenwert drinnen steht. Und wenn ja, wird dieser Zahlenwert geliefert und dann letztendlich unter Eingabe 1 abgespeichert. Ja, und die zweite Änderung, die da drinnen steht, ist, ich habe anstelle der Function jene FatArrow-Schreibweise verwendet, die ich vorhin schon erklärt habe. Beim Input gibt es dann auch noch eine Variante. Ich erspare mir dieses Name-Feld, das ich vorhin sowieso ausgelassen habe, ist aber für unsere jetzigen Überlegungen nicht so wichtig. Das war die Version 1.1, und man kann sie natürlich, wer möchte, unter der gleichen Adresse wie vorhin aufrufen. Nur heißt dann eben nicht T01.html, sondern T, Verzeihung, nicht T10.html, sondern T11.html. Der Rest wie vorhin. Was macht die Version 1.2? Programmierer sind faule Leute. Wir sollten uns also überlegen, ob es wirklich notwendig ist, zweimal hintereinander Parse in Document Get Element by ID zu schreiben. Das können wir uns ersparen, wenn wir eine Funktion, eine neue Funktion schreiben, die den Wert liefert. Und wir sehen schon, dass beim Addzahlen die Sache sich sehr stark reduziert. Eingabe 1 und Eingabe 2 wird jetzt ersetzt durch den Aufruf von Wert mit den entsprechenden ID-Namen. Feld 1, Feld 2. Das haben wir schon gehabt. Also wir ersparen uns damit etwas. Was können wir uns noch ersparen? Eigentlich brauchen wir diese Hilfsvariablen jetzt auch nicht mehr, denn wir können gleich schreiben, Document Get Element by ID Resultat in HTML, da ist nichts Neues dabei, ergibt sich zu dem Wert, den wir von Feld 1 holen, plus, Achtung, jetzt sind wir ja schon beim Addieren, weil die Umwandlung in den Integer bereits im Wert, in der Methode Wert drinnen steckt, und eben den Wert von 3.
Und dann habe ich noch eine letzte Variante hier untergebracht. Man könnte das noch verallgemeinern, indem ich nicht nur zwei Zahlen addieren kann, sondern eine beliebige Anzahl von Zahlen addieren kann. Die Anzahl der Eingabefelder lege ich einmal fest in der ersten Zeile. Anzahl ergibt sich zu drei. Ja, und wieder, wer möchte, kann dieses Programm aufrufen unter der Adresse und so weiter, t14.html. Genau da sehen wir dann hier, dass wir drei Zahlen addieren können. Da kommt noch was ganz was Spannendes drinnen vor. Das ist in der vorletzten Zeile bei getElement by ID. Das sind diese sogenannten Backticks drinnen. Das schaut zuerst aus, als hätte man sich da geirrt. Das ist kein Irrtum. Diese Backticks führen nämlich dazu, dass wir die Ausgabe noch dramatisch weiter vereinfachen können. Aber das lasse ich jetzt einmal weg, weil ich auf die Uhr schaue und sehe, dass wir eigentlich schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten sind. Ja, ich kann also in der Eingabe und in der Ausgabe festlegen, wie viele Zahlen ich addieren möchte. Ich werde auch den Source-Text dieser Programme selbstverständlich zur Verfügung stellen. Das heißt, wer will, kann diese Dinge sich noch im Detail dann selbst anschauen und selbst herumexperimentieren und schauen, was dann noch alles drinnen steckt. Und Achtung, diese ganze Geschichte, die wir da besprochen haben, hat eigentlich nur dazu gedient, um zu zeigen, dass das Skript, das JavaScript, ein enorm mächtiges Werkzeug ist. Und was hat das jetzt mit unseren dynamischen Webseiten zu tun? Was ich jetzt sage, klingt einfach, steckt aber enorm viel drinnen. JavaScript kann dieses Document Object Model, das nach dem Einlesen in unserem Browser gespeichert ist, verändern. Das heißt also, wir brauchen nicht mehr unsere Ergebnisse irgendwo hinzuschicken, dort etwas ausrechnen zu lassen. Wir können die Ergebnisse direkt vor Ort verändern. Genau das ist hier passiert. Wir haben mit den Befehlen, die wir da kennengelernt haben, im Document Object Model das Ergebnis hineingeschrieben. Wir haben keinen Server mehr gebraucht, um die Summe zu bilden. Das soll eines der wichtigsten Erkenntnisse sein, die wir hier gewonnen haben. Und jetzt sollten wir uns einmal darüber den Kopf zerbrechen, was wir von unseren Mobilgeräten eigentlich erwarten dürfen. Wir haben uns heute schon über die Mondlandung unterhalten. Zum Zeitpunkt der Mondlandung hatte die NASA einen Rechner mit 73 Kilobyte Speicher mit einer Rechenkapazität von 85.000 Rechenoperationen pro Sekunde. Was man hier vielleicht schlecht sieht, das ist blau geschrieben, dahinter steckt auch ein Link. Wer möchte, kann sich hier einen sehr ausführlichen Bericht über diesen NASA-Rechner anschauen. Und jetzt im Vergleich dazu nicht unbedingt das neueste iPhone, aber die Zahlen habe ich gerade gefunden. Hauptspeicher 6 Gigabyte. 6 Milliarden Byte im Vergleich zu 74 1000 Byte. 16 Milliarden Transistoren. Der NASA-Rechner hat, weiß ich nicht, Transistoren gehabt, hat doch, ja, möglicherweise, aber es war jedenfalls nicht diese Zahl. Und wenn da steht 2 Teraflops, 2 Billionen Rechenoperationen pro Sekunden, eine Billion hat 12 Nullen, dann ist es nicht der übliche Übersetzungsfehler vom amerikanischen Billion, das dann auf Deutsch Milliarde heißt. Nein, das sind wirklich Billionen. Ich habe extra nachgeschaut. Jetzt überlegen wir einmal, was unser Mobiltelefon eigentlich alles kann. Und daraus folgt, und jetzt sind wir bei der letzten Zeile, die hier steht, schauen wir, ob wir einen Großteil unserer Verarbeitung in das Mobiltelefon verlegen können. Wir haben vorhin Frameworks kennengelernt, dem Namen nach kennengelernt, die sich im Server abspielen. Frameworks, die im Client, in unserem Handy, in unserem Mobiltelefon, in unserem Tablet ablaufen. Diese Frameworks arbeiten meines Wissens alle mit JavaScript. Und die vier wichtigsten des Jahres 2022 hatten den Namen oder haben den Namen React, Angular,
Jo, und Svelte an vierter Stelle. Und die Zahlen für 2023 kommen demnächst. Ich habe den Link hier schon hineingeschrieben. Es ist zu erwarten, dass Svelte weiter vorrücken wird. Was ist jetzt Svelte? Hier die wichtigsten Eigenschaften. Svelte und Svelte-Kit sind eigentlich zwei getrennte Dinge. Vereinfacht könnte man sagen, Svelte bezieht sich auf die einzelne Webseite. Und wenn wir aus vielen einzelnen Webseiten dann eine komplette Applikation zusammenbasteln wollen, dann verwenden wir SvelteKit. Ist ein bisschen unscharf formuliert, aber ich glaube, fürs Verständnis reicht es einmal. Svelte ist eine Programmiersprache und gleichzeitig ist Svelte die Idee, dass diese Programmiersprache mit einem Compiler übersetzt wird. Naja, und die Programmiersprache ist eigentlich etwas, das aus HTML besteht, aus den, ja, CSS habe ich noch nicht erklärt, Cascaded Style Sheets, das sind die Dinge, die letzten Endes in einer übersichtlichen Art und Weise festlegen, wie die Seiten auf einem Bildschirm ausschauen und natürlich JavaScript. Achtung, das ist aufregend. Wir erzeugen eine Seite, die schaut aus wie eine HTML-Seite mit ein paar lustigen Dingen, die noch drinnen stehen. So ähnlich wie wir es bei unseren Active Server Pages in einer anderen Form ja auch schon kennengelernt haben. Aber Svelte macht jetzt Folgendes. Da wird aus dieser Seite JavaScript Native Code erzeugt. Und ich habe schon gesagt, jeder Browser versteht JavaScript. Wenn ich also jetzt daraus mit einem Compiler etwas mache, das JavaScript in seiner einfachsten Form ist, in seiner einfachsten Form soll es so heißen, ohne all die tollen Dinge, die in der Zwischenzeit pro Jahr dazugekommen sind, dann kann ich damit rechnen, dass diese Seite auf allen Browsern dargestellt werden kann. Und das Ganze hat noch einen Vorteil. Wenn wir Programmbibliotheken, und ich habe vorhin auf jQuery hingewiesen, wenn wir Programmbibliotheken verwenden, dann wird da tonnenweise an Unterprogrammen mitgeschleppt, die gar nicht notwendig sind. Wenn ich also ein Unterprogramm habe, das mir aus den String Zahlen macht, dann brauche ich in diesem Beispiel kein zweites Unterprogramm, das mir aus Gleitkommazahlen, also einem String Gleitkommazahlen macht. Wenn ich das nicht brauche, wenn das also gar nicht mitkompiliert wird, was entsteht daraus? Naja, ein kleineres Programmcode-Stück. Und wenn das File kürzer ist, dann wird es schneller geladen, dann geht es schneller. Und das alles ist schon ein ganz großer Vorteil, der da in dem Svelte drinnen steckt. Dann gibt es noch etwas. Components könnten wir uns vielleicht völlig unscharf vorstellen als Unterprogramme, also als einen wiederverwendbaren Code, wo ich bestimmte Teile, angenommen, ich habe auf meiner Webseite 25 Buttons und die haben alle gleiche Eigenschaften, wo ich mir einmal die Eigenschaft eines Buttons mir überlege und die dann 25 Mal in meine Webseite hineinkopieren kann. Achtung, das wäre wichtig, wenn wir unseren Taschenrechner programmieren wollen. Da haben wir nämlich wirklich sehr viele Knöpfe drauf. Svelte erzeugt Webseiten. Das habe ich schon gesagt. Einzelne Webseiten, bleiben wir also so bei diesem Gedankenmodell. Svelte-Seiten erkennen wir daran, dass ihre Endung nicht .html oder .php oder was auch immer lauten, sondern dass die Endung lautet .svelte geschrieben. Und wenn jetzt alle neugierig geworden sind, was ich dringendst empfehle, ist das Tutorial auf der Seite svelte.dev. Das ist ausgezeichnet. Wer das durcharbeitet, durchstudiert, sollte sich schon ein bisschen Zeit nehmen, der hat verstanden, was die Svelte-Erfinder eigentlich an tollen Dingen gemacht haben. Und einige dieser tollen Dinge schauen wir uns sofort an, aber zuerst noch ein paar Eigenschaften von Svelte und SvelteKit. Es gibt Vergleiche zwischen diesen unterschiedlichen Systemen. Aus zeitlichen Gründen verweise ich nur auf die Webseite. Es steht drinnen, leicht zu lernende Syntax. Na gut, leicht lernen ist immer ein relativer Begriff, aber es ist eigentlich HTML. Code, eine HTML-Seite mit ein paar zusätzlichen Dingen. Noch einmal, das Ding ist sehr klein, es kann schnell ausgeführt werden
Und bei den Programmbibliotheken verwenden wir nur den Teil, den wir wirklich brauchen. Derzeit wird an einer Version 5 gebastelt und auf der Webseite steht etwas kryptisch. Wir wissen noch nicht genau, wann es fertig wird. Und wir empfehlen, wenn jemand einsteigt, dann soll er in der Version 4 einsteigen und kann danach auf die Version 5 umsteigen. Nun, ich behaupte einmal, wer sich mit Svelte beschäftigt, mit der Version 4 beschäftigt, wird die Feinheiten, die die Version 5 liefert, nicht in den ersten 3 Stunden erkennen können. Ich habe keine Ahnung, wann die neue Version herauskommt und ursprünglich war ja der Dezember-Termin für diesen Vortrag angedacht. Meine Hoffnung war, dass die Version 5 zum jetzigen Zeitpunkt schon da sein wird, aber es bleibt nach wie vor bei der kryptischen Formulierung, kommt irgendwann einmal. Kommt sicher, die Besserungen sind bereits angekündigt. Es steht bereits auf den einzelnen Seiten, wo die Vorteile sind. Nun, Svelte. Eine Seite ist noch keine App, mehrere Seiten bilden dann eine App und wir können dann noch eine ganze Reihe von anderen Dingen dazu bauen. Ich habe schon nebenbei einmal erwähnt, man kann bei Svelte sagen, den Teil macht der Server, zum Beispiel die Datenbankabfrage, den Teil macht der Client, zum Beispiel die Addition von zwei Zahlen. Auch dazu gibt es ein Tutorial und da ist tatsächlich in den letzten Wochen etwas herausgekommen. Im Dezember 23, also eigentlich nach unserem ursprünglichen Termin, ist die Version 2 erschienen und da können wir, wenn wir wollen, gleich mit der Version 2 starten. Ja, und da gibt es jetzt wiederum eine ganze Reihe von Dingen, aber wir haben sie ja vorhin besprochen. Das war der Grund, warum ich die Begriffe da vorhin der Reihe nach so ein Name-Dropping in den Raum gestellt habe. SvelteKit erzeugt responsive Websites. Großartig. SvelteKit erzeugt Single-Page-Applications, aber wenn ich möchte, kann ich auch eine Multi-Page-Application machen. SvelteKit erzeugt progressive Websites. Kann das alles? JavaScript in der aktuellen Version ist deshalb verwendbar, weil es ja ein Compiler ist. Server-Side-Rendering bedeutet, dass eine Seite, die dargestellt werden soll, zum Teil schon am Server vorbereitet werden kann, was dann auch wiederum die Geschichte wahnsinnig beschleunigen kann, wenn ich mir die Seite anschauen möchte. Und dann gibt es Seiten, die überhaupt optimiert werden können, weil sie eben keine dynamischen Webseiten sind, weil ich von vornherein weiß, dass es eine statische Webseite ist, zum Beispiel Gebrauchsanleitung, da ändert sich nicht ständig etwas. Und diese statischen Seiten kann ich dementsprechend wieder optimieren, indem ich dafür eigenen Code erzeuge, der wiederum die Eigenschaft hat, sehr schnell geladen zu werden. SvelteKit einfach zu installieren. Wenn wir nachher über unseren Praxisteil reden, können wir auch darüber reden, ob der Wunsch besteht, das im Rahmen dieses Praktikums selbst auszuprobieren. Wenn man das macht, installieren, ist eine, gibt zu, ein bisschen komplizierte Dateistruktur, die aber vollautomatisch erzeugt wird. Ja, das bezieht sich eigentlich dann schon auf unseren Praxisteil. Wo finden wir die einzelnen Seiten? Das ist ganz interessant. Und wenn wir das Ganze aufrufen, dann brauchen wir den Port 5173. Kommt gleich. Welche Tags gibt es in den Svelte-Seiten? Und da kommen jetzt die schönen Dinge dran, die ich dauernd nur angekündigt habe. Spezielle Tags, die uns das Leben erleichtern. Eine Svelte-Seite besteht aus 4 Abschnitten. Aus dem Skriptteil, da sind die Variablen drinnen, Funktionen drinnen, so wie wir schon besprochen haben. Aus einem Teil, der heißt Svelte, da stehen Spezialanweisungen drinnen. Aus ein oder mehreren Sections, da denken wir wiederum an unsere Single-Page-Application, wo also jede einzelne Seite durch eine Section dargestellt werden können kann. Und schließlich Style, eine Sammlung von Angaben, wie die Seite dargestellt werden soll. Und zwar kann ich das entweder so machen, dass das für meine komplette App gilt, oder ich kann hier Darstellungsformen für einzelne Seiten innerhalb der Web bestimmen. Das ist also alles möglich. Jetzt haben wir es. Wir machen aus unserem Taschenrechner ein Svelte-Skript. Was steht da drinnen?
Let Zahlen 1, Zahl 2, Resultat ergibt sich zu unbestimmt. Na gut, damit werden offenbar Variablen festgelegt. Und die Variable Resultat bekommt den Anfangswert unbestimmt, weil wir noch nicht wissen, was da addiert wird. Const add Zahlen. Aha. Es wird also eine neue Konstante, also eine neue Funktion eingeführt, die heißt addieren. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie einfach diese Funktion ist. Resultat ergibt sich zu Zahl 1 plus Zahl 2. Ja, hallo, so wollten wir es eigentlich haben. Was haben wir denn an der Stelle vorhin gehabt? Da haben wir da so irgendwas mit GetElement by ID und allen möglichen Dingen drinnen gehabt. Wie macht denn das Welt, dass unsere Addition einfach in einer einzigen Zeile unterzubringen ist? Und weil das gar so wenig Platz braucht, deswegen habe ich auch gleich die Subtraktion mitgenommen. Ich habe gesagt, unser Swell-Taschenrechner ist schon weiter ausgebaut. Der kann auch subtrahieren. Also irgendwo muss der Trick drinnen sein. Dann schauen wir weiter. Swell-Head. Na gut, da gibt es eine Überschrift. Mit der müssen wir uns jetzt nicht im Detail beschäftigen. Aber der Hauptteil, die Section. Da waren bei Input auch so ganz merkwürdige Dinge drinnen. Und das H1 und das P, das erklärt sich von alleine. Aber was geschieht denn hier bei der Eingabe? Ganz eine wichtige Sache. Erstens einmal, da drinnen steht Input Type ist gleich Number. Genau. Wenn Type ist gleich Number da drinnen steht, erzeugt dieses Ding keine Zeichenkette mehr, sondern weiß, dass wir eine Zahl haben wollen. Wir ersparen uns also diese Umwandlung, die wir vorhin eingebaut haben. Und das Allerschönste ist das nächste. Rot geschrieben, Bind. Bind bedeutet, dass zwei Dinge, die an unterschiedlichen Stellen, oder mehr als zwei Stellen, auf unserer Webseite vorhanden sind, miteinander verbunden sind. Wenn ich an der einen Stelle etwas ändere, ändert sich das an der anderen Stelle auch. Wenn also hier der Value, die eingegebene Zahl, ermittelt wird, dann wird diese Zahl 1 sofort auch hier im Skriptteil, dort, wo die Zahl eigentlich vereinbart worden ist, ihren Wert bekommen. Da steht die Variable drinnen. Da steht drinnen Variable Zahl 1. Und die Variable Zahl 1 bekommt einen neuen Wert, wenn ich bei Input etwas eintippe. Das geht aber auch sogar in beiden Richtungen. Ich hätte oben an dieser Stelle schreiben können, Zahl 1 ergibt sich zu 25, dann würde beim Aufruf der Seite der Anfangswert 25 bereits in diesem Eingabefeld drinnen stehen. Mir gefällt es. Mir gefällt das ausgezeichnet. Ich hoffe, dass es allen ebenfalls so gut gefällt, wie mir es gefällt. Denn das ist eigentlich der Kern, warum wir uns heute hier zusammengesetzt haben. Wie kann man dynamische Webseiten so schreiben, dass sie einfach sind, dass sie übersichtlich sind, dass wir keinen notwendigen Ballast an komplizierten Befehlen wie GetElement by ID aus irgendwelchen Handbüchern heraussuchen müssen, sondern dass wir Dinge so hinschreiben können, wie es eigentlich der Logik entspricht, sofern man sich eben ein kleines bisschen daran gewöhnt hat. Ich habe schon gesagt, Svelte enthält eigentlich ganz normalen HTML-Code mit ein paar zusätzlichen Schmankerl. Also diese geschwungenen Klammern, die hier rund um Zahl 1, Zahl 2, Add-Zahlen und Subzahlen stehen, diese geschwungenen Klammern, die wären so ein Schmankerl. Oder das Bind ist ein derartiges Schmankerl. Oder statt Text Number. Und das letzte Schmankerl, vorhin hatten wir geschrieben, Button on Click. Hier steht Button on Doppelpunkt Click. Anhand dieser Schreibweise erkennt man, dass es nicht nur ein Event gibt, das Event ist mir nicht eingefallen, dass es nicht nur ein Event gibt, das etwas auslösen kann, wie dieses Click-Event, sondern dass es auch andere Events gibt. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Mauszeiger über irgendwas drüber fahre, kann ich etwas auslösen und so weiter und so weiter. Ah ja, und das habe ich auch noch nicht erwähnt. Bei Resultat steht einfach anstelle von unserem inner HTML ergibt sich zu irgendwas, wie wir es hatten, steht einfach das, wie es eigentlich logisch ist. Die Variable Resultat eingeschlossen in geschwungene Klammern und wiederum hier diese doppelte Verkettung. Wenn wir oben im Skriptteil die Variable Resultat verändern, verändern wir sie auch hier an der Anzeige.
und würden wir hier in der Anzeige, was in dem Fall nicht geht, weil das keine Eingabe ist, etwas ändern, dann würden wir oben die Variable Resultat im Skript verändern. Wenn wir das jetzt bearbeitet haben, dann wissen wir, was der wesentliche Unterschied zwischen dynamischen Seiten, die in herkömmlicher Art und Weise erzeugt werden, und dynamischen Seiten, die mit Svelte erzeugt werden. Ich habe ja noch den Style-Teil herausgenommen, ein Teil davon müssen wir uns aber jetzt nicht anschauen. Und so schaut es dann aus, wenn wir den Taschenrechner aufrufen. Links ist noch nichts eingegeben, rechts ist schon etwas eingegeben, und damit es spannender wird, lade ich alle ein, diesen Taschenrechner jetzt selbst auszuprobieren. Ich habe da das Ganze in einer sehr einfachen Art und Weise installiert. Könnte es so sein, dass er abstürzt? Darf ich irgendjemanden bitten, dass er gerne mal probiert, ob das funktioniert? Ob die Seite in der Form sichtbar ist? Also ganz wichtig, am Ende der Adresse Doppelpunkt 5173, die Portnummer. Portschlüssel. Harry Potter, Portschlüssel. Funktioniert's? Ich bekomme da nur einen Error. Aha. Okay. Sorry, dann müsste ich jetzt das Ganze noch einmal starten. Die Zeit ist etwas weit fortgeschritten. Heben wir uns das dann für die praktischen Übungen auf. So schaut es aus. Und bitte Achtung, wir haben hier auf einem kleinen Gerät, auf einem Taschenrechner, in einer vernünftigen Schriftgröße alles dargestellt. Wer das vorgehende Programm ausgeführt hat, wird gesehen haben, ja, da steht das Ganze irgendwo links oben in ein Eck hineingefurzelt. Und da müsste man erst sich eine ganze Reihe von Dingen überlegen, damit das formatfüllend ist. SvelteKit macht das für uns, und es steckt also auch in all diesen Dingen drinnen, die ich jetzt nicht mehr erwähnt habe. Das wäre der Aufruf. Vielleicht kann ich es nachher noch einmal kurz starten. Damit danke ich einmal für die Aufmerksamkeit vom Theorieteil und bitte jetzt um die Lösungen. Was war alles an spannenden Dingen hier nicht richtig, abgesehen von der Jahreszahl? Auf der Startseite. Die schöne neue Welt. Schöne neue Welt ist vollkommen, ja. Ich versuche es irgendwie der Reihenfolge nach unterzubringen. Der Schwarzenegger war nie Präsident. Das ist richtig, ja. Er wäre vielleicht Präsident geworden, wenn es nicht den so und so vielen Zusatzartikel zur Verfassung gibt, der vorschreibt, dass der Präsident in Amerika geboren sein muss. Richtig? Common Gateway Interface. Nochmal? Gateway, nicht Gate. Okay, gut. CGI. Common Gateway Interface. Gut. Der Alois Huxley heißt Aldous Huxley. Ja, also der Loisel war ein schöner österreichischer Name, aber so hat er nicht geheißen. Lebt er noch? Ah, das ist also nicht der richtige Vorname gewesen. Gut, danke. Was noch? Das Frontend soll ein Frontend sein. Na gut, also das war jetzt kein beabsichtigter Fehler. Danke für den Hinweis. Das muss ich ausbessern, jawohl. Und die Static Site Generation heißt Static Site mit einem harten T. Generation. Eine derartige Aufgabe dient natürlich auch dazu, dass man tatsächlich dann auf die Tippfehler aufmerksam gemacht wird, wofür ich sehr herzlich danke. Ja? Ich habe jetzt natürlich Lösungen vorbereitet. Der Busch hat George Carson. Und der abgelöst wurde, war der Richard Nixon. Das war der mit Watergate und so. Ja. Martin? Jo? Walter Stutzger hat die Hand gehoben. Siehst du das irgendwo? Naja, das ist schwierig, weil ich schaue immer daher. Bitte. Walter, spann ich bitte. Der hat im Chat geschrieben. Wie sagt er das? Ach so. Weißt du was? George, dann liest du den Chat und sagst mir das. Können wir das so machen? Sag das ja, das wäre sehr lieb. Er hat gesagt, was passiert, wenn ein String eingegeben wird, in dem Feld, wo man auf einen Integer konvertiert. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine Fehlermeldung oder im übrigen Falle passiert einfach gar nichts. Es kommt dann heraus NAN, not a number.
Also das stürzt nicht ab, sondern sagt eben, das ist keine Zahl. N1 ist die typische Abkürzung für Not a Number und ist sogar, wenn wir so wollen, ein quasi Zahlenwert in JavaScript. Also ich kann schreiben, A ergibt sich zu Not a Number. Dann weiß ich, wenn ich später mit dem A versuche weiterzurechnen, da stürzt das Programm mit einer Fehlermeldung ab oder gibt eine Fehlermeldung ab, abstürzen soll eine bekannte Webseite nicht. Ja, was ist zur Mondlandung zu sagen? Lösung steht eh schon da, über 20 Jahre vorher. Und der Armstrong hat gesagt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, wobei die Meinungen auseinandergehen, ob es für die Menschheit oder für einen Menschen hätte heißen sollen. Was ist mit dem Kernforschungszentrum? Das ist sehr wohl auf schweizerischem und französischem Staatsgebiet, aber nicht auf italienischem. Da haben wir es da eh schon. Ja. Na gut, die italienische Grenze ist ein gut Stück weiter entfernt. Ich glaube, ich habe das auf der übernächsten Folie zuerst noch die World Wide Cats. Ich hoffe, die haben allen gut gefallen. Ja. Ja, und da ist es die Landkarte, da ist rechts unten die Grenze zur Schweiz zu sehen und der rote Punkt ist Zern. Also so weit geht der Beschleunigungsring nicht, dass er bis zur Schweizer Grenze reichen würde. Der Hewlett-Packard Taschenrechner HP45 aus dem Jahr 1945. Wie war das? Irgendwann, ich glaube, es war 1942, 1943, hat die britische Armee es geschafft, die Funksprüche von Deutschland zu entschlüsseln, die mit der Enigma als unentschlüsselbar gedacht wurden. Und die haben damals bereits eine Art von elektromechanischen Rechner gehabt, der ihnen da geholfen hat. Dann habe ich 45 hat es mit der Form noch nicht gegeben. Der Name kommt eben nicht aus dem Jahr 45, sondern aus der Anzahl der Tasten und der Anzahl der Funktionen. Die Schön, dir es zu wünschen. HP-Taschenrechner sind meines Wissens erst in der ersten Hälfte der 70er Jahre aufgekommen. Ja, der Aber ich kann mich noch HP35, erinnern, wie ja. mein Physikprofessor hochgejubelt hat, auf wie viele Stellen Pi er jetzt anzeigen kann mit so einem HP-Rechner. Ja, das ist schon großartig. Und ich habe während meines Studiums eine schöne Menge Geld ausgegeben, um mir einen HP 35, den Vorläufer vom HP 45 zu kaufen. Das waren nach damaligem Geld 10.000 Schilling, eh schon das Sonderangebot, weil der Das ist so ursprüngliche ähnlich Preis wie ihm in war HP 13.000. 55. So ähnlich wie ihm Ja. in HP 55, dem ersten programmierbaren damals. In der Zwischenzeit kosten die Dinge ein paar Euro und können viel, Ja. viel mehr. Naja, gut, da haben wir noch einmal eine Zusammenstellung. Das war nicht 1949, sondern 1994 und der Roman 1948, also 1984 und wurde 1948 geschrieben. Und der gute Orwell hatte den Vornamen George und nicht James. Den Loisel haben wir bereits erkannt, die schöne neue Welt haben wir auch schon erkannt, den Bradbury. Und die Temperatur, bei der Papier zu brennen anfängt, beträgt 451 Fahrenheit. Und nicht 541 Fahrenheit. Und Bradbury hat seinen Roman nach dieser Temperatur 451 Fahrenheit benannt. Ist auch Ehrlich verfilmt gesagt, worden. bitte? Ist auch verfilmt worden. Ja. Ich weiß nicht, mir ist das ausgefallen, das war wirklich ein Tippfehler, aber ich habe gedacht, das lassen wir gleich drin. Das Quallenhotel ist natürlich nicht in Bad Waltersdorf, es ist dort ein Quellenhotel. Es ist sehr schön, kann ich jedem empfehlen. Gut, das war eine Zusammenfassung von den Fehlern, die mir aufgefallen sind. Das sehe ich schon wieder an. Der Punkt ist an der falschen Stelle. Na gut, bitte das zu entschuldigen. Das habe ich eigentlich eine Viertelstunde vor Beginn des Vortrages die Überschrift noch hineingetippt. Themen für den Workshop ohne Verbindlichkeit. Was könnte in 2 Wochen stattfinden? Wir könnten einen kleinen Webserver mit WP aufsetzen. Wir könnten das Ganze mit CGI machen. Wir könnten in die Tiefen der Sprache JavaScript eintauchen und noch mehr darüber erfahren. Wir könnten schauen, welche Weltbefehle, und da gibt es doch eine große Anzahl, noch nicht erforscht wurden. Svelte
dazu meine einzelne Webseite darzustellen. Und das ist schon eine sehr spannende Herausforderung. Wir könnten aber auch komplette Svelte-Kit-Beispiele zusammenstellen oder zumindest eines noch mehr im Detail durchbesprechen, als wir es heute gemacht haben. So, und dann nehmen wir jetzt einen Block und fangen jetzt an, Stricheln zu machen oder weitere Wünsche aufzuschreiben, was eben gewünscht wird. Wer möchte, schaltet bitte das Mikrofon ein und erzählt es. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Ich glaube, du hast nicht vorgehabt, eine App zu schreiben, die man auch auf dem Smartphone laufen lassen kann. Naja, der Taschenrechner, der läuft auf dem Smartphone. Ja, aber da muss man dann auch lernen, wie man die App in das Smartphone hineinbringt. Nein, die Sache ist viel weniger Ach so, dramatisch. nein, nur ein Link. Ja. Also ganz, ganz kurz, wie entsteht eine App mit SvelteKit? Im Prinzip das, was ich gemacht habe, ich erzeuge mir über einen Befehl eine relativ umfangreiche Anzahl von Dateien. Da entstehen also Verzeichnisse, Unterverzeichnisse. Das braucht das Ding alles, damit es läuft. Und dann suche ich mir die Stelle heraus, die Seite heraus, wo ich das hineinschreiben kann, was ich eigentlich getan haben wollte. In dem Fall ist das das Addieren von zwei Zahlen. Genau diese eine Seite habe ich hergezeigt. Alles andere, was nicht zur Darstellung dient, habe ich herausgelöscht. Und fertig war die App. Ja, schon klar. Also es lässt sich nicht serverunabhängig auch etwas damit anfangen. Mit SvelteKit? Da gab es ja ein Programm, mit dem man eine App am Smartphone erzeugen kann. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Ach Sprache so. das geheißen hat. Das Ja, haben ja. wir mal überlegt, ob wir das nicht machen wollen. Aber nicht gemacht. Ich Ist egal. weiß jetzt schon, was du meinst, aber das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Denn beim Svelte geht es darum, möglichst kleine Programme zusammenzustellen, die dann blitzartig geladen werden können, währenddessen so eine generierte App natürlich sämtliche Programmbibliotheken mitschleppt, die vielleicht irgendwann einmal irgendwo auf so einer App gebraucht werden können. Ich meine, der Benutzer sieht fürs erste einmal nichts aus, er schaut sich die Filegröße an. Das ist das eine. Das andere, was hast du gemeint mit, was man auch ohne Server verwenden kann? Wann ich Naja. wüsste, wie das heißt. Also, machen wir es einfacher. Einen Client, einen Web-Client, was weiß ich, ein Firefox oder was auch immer, den brauche ich. Gütes, darf ich das? Ja. Na gut, wenn ich den habe, ist bereits alles gekauft, denn ich kann auch eine Svelte-Seite schreiben mit der Extension Svelte und die rufe ich dann auf. Und damit habe ich nicht einmal einen Server, sondern habe nur meine Svelte-Seite, die vom JavaScript interpretiert wird und die dann im Browser dargestellt wird. Das ist alles. Okay. Ja, ich warte noch auf Wünsche für unseren Workshop in 2 Wochen. Oder habe ich jetzt alles so niedergeredet, dass keiner mehr sagt, das tue ich mir kein zweites Mal. Aha. Ich würde für den vierten Punkt votieren, Svelte Beispiele. Weltbeispiele, gerne. Ich mache meinen Strichel. Wie gesagt, Svelte braucht noch nicht unbedingt den kompletten Svelte-Kit, aber wenn man sich das einmal angeschaut hat, dann hat man eine gute Grundlage, um da weiterzuarbeiten. Also sicher eine gute Wahl und nicht gleich mit dem komplexeren Thema Svelte Weil anfangen. das Svelte-Kit sich hier dann quasi als weiteres ergibt, ne? Ja. Genau. Svelte hat ebenfalls ein hübsches Selbstlernprogramm dabei. Also wenn man in der einen Richtung drinnen ist, dann sich einmal hineingedacht hat, weil es ja doch eine komplett andere Form ist. Vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit auf eines noch einmal hinweisen. Svelte ist kein Zauberkasten. Svelte macht Folgendes, dass diese hübschen, einfachen, netten Befehle, die wir gesehen haben, im Hintergrund übersetzt werden in Dinge, die wir uns vorhin angeschaut haben. Das war ja genau die Idee, dass ich zuerst einmal zeige, wie kompliziert es ohne Svelte geht, wie einfach es mit Svelte geht und was eigentlich Svelte im Hintergrund macht, ohne
dass wir es merken. Das war der Gedanke. Ich weiß nicht, ob das wirklich so rübergekommen ist. Gut, wir haben jetzt eine Wortmeldung für die weiteren Svet-Beispiele. Gibt es noch Wünsche? Ja. Wobei ich natürlich sage, wenn wir dieses Thema sehr ausführlich behandeln, dann sind wir eh schon ganz gut dran. Aber trotzdem bin ich gerne bereit, weitere Meinungen noch einzusammeln. Ja, ich hätte gerne auch weitere Svet-Beispiele. Schließe mich Ja, an. gut, Dankeschön. Ich hätte gern gewusst, ob es möglich wäre, Standalone-Programme zu erzeugen, die keinen Webserver im Hintergrund benötigen, zumindest keinen im Internet liegenden. Vor allem im Zusammenhang mit Home-Service-Steuerungen, die berühmte Blumengießanlage, wo die Blumen vertrocknen, wenn der Webserver eingeht und solche Dinge, um sowas zu vermeiden. Ich gebe mal zwei Antworten auf. Die erste Antwort ist, im Prinzip haben wir das vorhin besprochen, wie ich gesagt habe, ich erzeuge eine Svelte-Seite, rufe die mit einem Browser auf und damit habe ich ohne einen Server die Svelte-Funktionalität bereits einmal kennengelernt. Das heißt, prinzipiell geht es im Falle des Blumengießautomaten. Ja, nur als Beispiel, nur als Beispiel. Ja, aber das ist ein wichtiges Beispiel, denn ich brauche offenbar ein System, das in irgendeiner Weise ständig läuft oder zumindest einmal regelmäßig aufgeweckt wird. Das kann Regelmäßig ja auch sein. aufgeweckt, genügt der Lokal. Ne? Dass ich einen Ja, Timer setze und das Programm alle okay. Stunde oder alle 2 Stunden mehr aufrufe. Ne? Dann müssen wir einmal ganz geschwind noch über den Begriff des Servers reden, denn ein Server kann im Prinzip installiert werden auf ein ESP32. Das ist ein Mikroprozessor, Ja, der ist schon kostet richtig. Ja, 3,50 €. Das schließe ich nicht aus. Und dann sind wir genau bei dem Punkt. Dann habe ich zwar einen Server, Aber der nur ist aber lokal. so klar, der ist lokal. Ja. Den kann ich dann auch über die Sleep-Funktion aufwecken, sodass das Ganze vielleicht sogar mit einer Batterie läuft. Und dann wären wir genau unterwegs. Ja, genau. Prima geht es mir eigentlich um das Thema, dass man von der ewigen Internetkonnektivität im Hintergrund wegkommt, die andererseits nur Probleme bei kleinen Anwendungen jetzt natürlich nur gesprochen, also wenn es um lokale Steuerungen geht, andererseits nur Ursache für Störungen sind und auf der anderen Seite immer im Hintergrund die Gefahr besteht, dass da irgendwer in irgendein Netz eindringt und irgendwas ausspioniert, an das wir gar nicht denken momentan. Na, ich weiß schon, wo das Missverständnis, wenn wir so nennen wollen, begraben war. Der Unterschied ist, externer Server, der irgendwo über das Internet erreichbar So ist ist, und so in China ist. steht. Und das andere ist der Server, der bei mir zu Hause steht, der 2,50 € kostet beim So ist, ja, AliExpress und einen genau. ESP32 Ja, enthält. Das war genau. ein Server. Ja, Also wir dürfen nicht sagen, wir wollen serverless arbeiten. Wir im wollen. Prinzip geht es darum, dass man keine Internetverbindung braucht. Ne? Jawohl, jetzt haben wir es. Das Gut, heißt, es kann also. lokales LAN durchaus sein, Ja. aber keine Internetverbindung. Dass es ohne Internetverbindung läuft und weder irgendein Framework oder was da mit involviert ist, eine Internetverbindung braucht, noch irgendwo im Internet auf irgendeiner Cloud was abgelegt werden muss. Alles klar, nein, jetzt haben wir es. Passt. Okay, genau um das geht Gut. es mir. Okay, danke. Ja. Vielleicht der Punkt von mir dazu. Da stimme ich voll überein. Ich sehe nur noch ein Problem. Wie ist die Entwicklungsumgebung? Hat die Abhängigkeiten im Internet? Habe ich irgendwelche Libraries, die ich nicht lokal halte? Wenn ich jetzt irgendwas schreibe, Blumengießanlage als Beispiel, wie ich schon erwähnt, und möchte das in 10 Jahren ändern, habe ich dann noch eine Entwicklungsumgebung, die das einfach ändern kann, oder fange ich bei Null wieder neu an? Naja, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Beispiele ein bisschen voneinander trennen. Ist schon Wenn wir geil. bei der Hardware-Geschichte sind, dann ist es sicherlich eine spannende Herausforderung zu sagen, wie könnte ich über einen ESP32, ich bleibe jetzt bei dem, weil ich den sehr gern habe, einen ESP32 als Server verwende und die Seite schaue ich mir an über einen Browser, der in Wirklichkeit über Svelte angesteuert wird. Das wäre dann die eine Seite. Wo brauche ich da die Entwicklungsumgebung? Naja, ich habe irgendwann einmal eine Programmbibliothek, die im Internet steht und da sage ich dann, wenn ich eine neue Svelte oder Svelte-Kit-Seite haben möchte, hole mir das herunter. Und sollte es diese Programmbibliothek nicht mehr geben, dann kann ich nur mit den Programmen, die ich schon heruntergeholt habe,
und die halt in einem bestimmten Stand eingefroren sind, weiterarbeiten. Dann gibt es halt keine neuen Entwicklungen. Aber prinzipiell wäre das einmal machbar. Wenn ich aber sage, ich möchte die Steuerung für die Blumengießanlage haben, dann bin ich meiner Ansicht nach in der Programmierebene ein paar Stückchen tiefer gelandet. Programmiere diesen Server entweder direkt mit einfachsten Serverbausteinen. Also, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das gescheit formuliere. Schauen wir uns die zweite Zeile hier an. Da steht kleiner Webserver mit CGI aufsetzen. Im Hintergrund, wie ich das geschrieben habe, haben wir gedacht, na gut, wir nehmen einen ESP32, laden hier den, was wäre es da, Little, komme ich nicht auf den Namen, laden also hier einen kleinen Webserver hinein und schauen uns einmal an, wie man mit diesem kleinen Webserver als Ausgang zum Beispiel den Ausgang von dem Prozessor steuern kann. Dort fängt dann eine Lampe zum Blinken an. Das wäre also der Gedanke, CGI steuert Home Automation, was auch immer. Die andere Idee ist, wir verwenden, und da brauche ich natürlich auch diesen Miniserver, den muss ich von irgendwo her holen, und wenn es den einfach nicht mehr gibt und ich mir keine Kopie angefertigt habe, habe ich Pech gehabt. Es gibt aber dann noch einen anderen Gedanken, der gerade bei der Home Automation spannend ist. Es gibt, und ich habe eigentlich vor, dass ich über das einen anderen Vortrag halten möchte, es gibt Programme, die man direkt auf den ESP32 draufspielen kann, nennt sich das Mutter. Und da muss ich äußerst wenig über die Programmiererei erfahren. Die Tasmota-Software kann nämlich über Parameter gesteuert werden. Das heißt also, ich rufe den Tasmota-Ding auf, die Tasmota-Seite auf und sage, wenn ich den Anschluss 3 vom ESP32 einschalten möchte, dann ist das eine Zeile. Aber ich muss keine Programmbibliothek mitladen. Was ich allerdings brauche, und jetzt sind wir wiederum dabei, ich muss die Tasmota-Software haben. Der langen Rede kurzer Sinn, und ich glaube, jetzt kann ich eine Antwort wirklich geben, dass ich sage, wenn irgendwann einmal alles zusammenbricht, ich keine Programmbibliotheken mehr holen kann oder holen möchte, dann bin ich auf primitivste Anwendungen oder auf die Dinge, die ich schon irgendwann einmal geladen habe, reduziert. Wir stehen auf den Schultern von Leuten, die auf den Schultern von Leuten stehen, die auf den Schultern von Leuten stehen. Es hat keinen Sinn, sich zu überlegen, wie ich den Mikroprozessor beginnend aus Gatterbausteinen aufbauen kann. Das geht nicht. Da sind 6 Milliarden Transistoren, oder wie viel haben wir gesagt, 65 Milliarden Transistoren drinnen. Ja, stimme ich voll ein. Mir geht es eben nur darum, ich habe eines festgestellt, ich habe viel mit Home Automation gemacht, meine Gartenbewässerung rennt mit das Motor seit 2 Jahren, problemlos ist, muss ich auch sagen, aber es ist sehr schwierig, die Sachen einzufrieren. Irgendwas ändert sich immer, irgendwas muss modifiziert werden, weil meinetwegen Philips Hue sich jetzt einbildet, sie wollen was ändern, weil die Webbrowser auf einmal alle verschlüsselte Verbindungen wollen und viele einfache Webserver können das nicht. Also das ist das, was mich stört. Wenn ich etwas in der Umgebung habe, hätte ich gern etwas, was ich einfrieren kann und mit diesem eingefrorenen Zustand warten kann, dass ich Änderungen einbaue, nicht grundsätzlich neu schreibe, aber Änderungen einbauen kann, ohne jetzt wieder 15 neue Programmbibliotheken aus dem Internet zu finden, die alle irgendwie anders sind vielleicht und dann Fehler bringen beim Kompilieren. Das ist der Punkt. Ich gebe jetzt eine ganz blöde Antwort. Ich habe irgendeinen Rechner, den habe ich schon ausgemustert, der steht in der Gegend, er hat einen Bildschirm, er hat eine Tastatur, er hat irgendein Speichermedium im Inneren und der wird nie wieder mit dem Internet verbunden, nur mehr mit der Home Automation. Dann habe ich meinen Zustand eingefroren. In dem Augenblick, wo ich einen Rechner habe, der am Internet dranhängt, poppt irgendwann an mein Fenster auf, wo sagt Windows, ich möchte jetzt gerne ein Update machen. Bist du einverstanden? Hallo? Dann bin ich genau in der Problematik drinnen. Ja. Sobald der Rechner im Internet dranhängt, besteht bei den heutigen Systemen oft genug die Gefahr, dass die Dinge sogar ohne mich zu fragen, beginnen, Updates zu installieren. Und das war nicht zynisch gemeint, sondern wirklich ernsthaft gemeint.
Ich habe einen Rechner, der spielt Home Automation und der hat keine Verbindung mehr zum Internet. Aus. Und wenn ich doch drauf komme, dass ich irgendwann einmal ein neues Feature haben möchte, dann kann ich das mit größtmöglicher Vorsicht einbauen, aber schauen, dass ich eben nicht Mist mit hineinschleppe. Das wäre meine Empfehlung. Mhm. Und an alten Rechnern drauf. Ich habe im Sommer einen Bildschirm über Willhaben mir geholt, weil ich mir eingebildet habe, ich muss an irgendeiner Stelle im Haus einen Bildschirm aufstellen. Ein perfekt funktionierender Schirm mit 1024 mal wie viel 18 irgendwas Punkten. Das Ganze hat 15 Euro gekostet. Den habe ich mir im 22. Bezirk abgeholt. Und die Dame dann meint, ja, leider habe ich kein Netzteil. Entschuldigung, Netzteile kugeln bei mir immer dumm. Also, hallo, 15 Euro ein Bildschirm. Ich meine damit, wenn es darum geht, gebrauchte Hardware für solche Zwecke zu reaktivieren oder einzusetzen. Also ich finde, das ist ein ganz ein toller Ansatz. Du, da laufst bei mir offene Türen ein, Verwendung okay. Unterbrochen. Aber der Punkt ist einfach, wir werden alle nicht jünger und ich habe keine Lust, an dem Zeug dauernd rumzubasteln, was Grundfunktionen so hat. Nur weil sich irgendein Komitee draußen überlegt hat, wir müssen wieder einen neuen Security-Mechanismus einführen oder eine Firma ein neues Geschäftsmodell drauf propfen will, will ich meine Sachen nicht ändern müssen. Das ist der Punkt. Verstehe, ja. Alles klar. Eine Frage von mir bitte noch, weil nämlich der Günther erwähnt hat, Entwicklungsumgebung. Davon weiß ich noch gar nichts, ob es eine gibt. Da käme ich dann vielleicht am 30. Jänner dran. Aber für mich, aus dem, was ich bis jetzt mit Entwicklungsumgebungen zu tun gehabt habe, ist ein Element der Entwicklungsumgebung auch der Test. Also austesten, ob das funktioniert und eingreifen können, Werte verändern etc. Geht es in die Richtung auch? Weil wir haben mal bis jetzt eigentlich Sachen nur kennengelernt, man kann es in einem Notepad schreiben. Ja. Ja, genau das wäre jetzt auch die erste Antwort. Also Entwicklungsumgebung besteht im Prinzip aus irgendeinem Texteditor, der einem halt gefällt. Die zweite Antwort, wie schaut es aus mit dem Testen? Ja, da muss ich gestehen, dass ich dann nicht allzu viel darüber weiß. Es gibt ein paar Bibliotheken, die man da zum Testen einbinden kann. Ich habe es aber selbst noch nicht probiert. Aber ich nehme mir das vor, vielleicht schaffe ich das in 2 Wochen darüber etwas erzählen kann. Also die Banken geht also auch nicht. Nach dem, was du jetzt warst. In einer, ja, ich sage einmal prinzipiell ja, aber ich weiß nicht genau, wie man es macht. Okay. Noch ein Punkt von meiner Seite auch dazu, den ich vergessen habe vorhin, was mich auch stört an all diesen Sachen, egal welche der 15 Varianten, die du vorgestellt hast, war ein super Überblick. Aber an allen stört mich, dass ich sage, für einen Normalbürger eine sehr seltsame Syntax gepflegt wird. Eckige Klammern, geschwungene Klammern, kleiner Zeichen in irgendeiner vielleicht logischen Reihenfolge, für mich nicht unbedingt intuitiv. Und irgendwie, wenn ich mir das so anschaue, das ist nicht intuitiv für mich. Das kann man lernen, muss man üben, aber das ergibt sich nicht wirklich leicht. Ja. Gebe ich prinzipiell recht? Und jetzt suche ich gerade eine Folie. Ich sage ein extremes anderes Beispiel, verstehe mich nicht falsch. Ist ein anderes, nein, das passt schon. Aber, angefangen hat das Ganze mit Angular. Ja, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, MM Basic, das für kleine Steuerungen, das ist das von Australien und an Engländer geschriebene Basic für diverseste Mikroprozessoren. Das ist einfach ein Basic ohne Zeilennummern. Das schreibt man runter, fast wie man es sich vorstellt. Die Syntax ist weitgehend intuitiv. Ja, das ist eine andere Welt, aber ich sage, das ist wieder das andere Extrem. Ist kein CC, kein C++, aber nicht wirklich intuitiv. Ich versuche eine Antwort darauf zu geben. Meines Wissens war das erste System, das so im großen Umfang begonnen hat, in den HTML-Code wirklich einzugreifen. Also diese, jetzt sage ich mal aus heutiger Sicht gesehen, Jobl-Anwendungen, die wir da ganz am Anfang gehabt haben mit den Active Server Pages, das ist ja nichts, was wirklich einen gewaltigen Eindruck macht. Angela
hat man da begonnen, eine komplett neue Syntax in dieses HTML einzubauen. Und das war der Grund, warum ich dann wiederum aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen. Denn mich interessieren vor allem auch Dinge, die man in irgendeiner Form didaktisch weiterbringen kann. Und wann die Einstiegshürde dermaßen hoch ist, dass die ersten 2 Semester bereits vergangen sind, bevor ich überhaupt die ersten 5 Zeilen herunterbiegen kann, dann ist das System nicht geeignet. React war dann der nächste Schritt, den ich mir angeschaut habe, hat mir schon besser gefallen. Trotzdem, wenn man dann begonnen hat, etwas komplexere Dinge anzuleiern, sind die Programme schon wiederum ausgeufert und dann wurden wiederum ein paar Spezialtricks eingebaut. Das Welt kommt nicht ohne diese Spezialtricks aus. Ich behaupte aber, von all den genannten Systemen sind es möglichst wenig. Man muss sich ein bisschen einarbeiten, ja, man muss ein bisschen die Idee einmal haben. Ich behaupte einmal, sobald man die Idee dieses Binding, dieser zweiseitigen Verknüpfung hat, hat man schon einmal 50% der Beispiele, die man vernünftig lösen kann, bei der Hand. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, wo ich sage, naja, was passiert, wenn ich in meiner Webseite eine Schleife laufen lassen möchte? Ich möchte also eine Schleife haben und bei jedem Schleifendurchgang wird eine neue Zeile auf der Webseite erzeugt. Oder von mir aus, so wie wir das Beispiel gehabt haben, für jeden Schleifendurchgang wird ein neues Eingabeformular erzeugt, sodass ich dann zum Beispiel 5 Zahlen addieren kann. Blödes Beispiel, würde kein Mensch so machen, aber das erzähle ich nur, um zu erklären, was so Schleifen tun könnten. Und da muss man sich halt einmal dran gewöhnen, okay, da gibt es eine gespitzte Klammer mit einem Nummerzeichen, da gibt es eine gespitzte Klammer mit irgendwas anderem dahinter. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht so dramatisch gewöhnungsbedürftig wie bei einer Reihe von anderen Systemen. Und jetzt sage ich noch was, ich würde es hier in dieser Runde, würde ich es Welt nicht empfehlen, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Einstiegshürde einfach viel zu hoch ist. Wenn ich das Gefühl hätte, dass man hier zuerst einmal 5 Stunden lang sich mit der Syntax beschäftigen muss, bevor man den ersten Taschenrechner, so wie wir es heute gemacht haben, erstellen kann. Das wäre keine Empfehlung und das war kein Frühstücksthema für mich. Gut. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil du gesagt immer wieder ESP32 erwähnt hast. Hast du dich jemals mit Annex A beschäftigt? Das ist so ein, hat ein Italiener oder Franzose, bin mir nicht ganz sicher, was er ist, geschrieben, wird im Prinzip Standalone auf diesen Mikroprozessor-Baustein draufgeladen, bietet er dann eine Webpage an und du machst die komplette Entwicklung auf dieser Webpage mit dem Mikroprozessor. Du brauchst also nur einen Browser, egal ob am Handy oder PC oder Tablet oder wo, und schreibst den Code, auch Webpages und hunderte Sensoren aller Art, das ist alles eingebaut, auf diesem Mikroprozessor direkt. Also du hast wieder eine Entwicklungsumgebung, die rein lokal ist und wahrscheinlich über Jahre pflegbar ist. Nein, das kenne ich nicht, aber was ich kenne, ist MicroPython. MicroPython kann auf den ESP32 draufgeladen werden und es macht fast dasselbe, was du gerade gesagt hast. Ich lade es drauf, stecke mir über ein Micro-USB-Port meinen Rechner dran, verwende den Rechner nur als Terminal, rufe MicroPython auf und kann hier in Python programmieren. Und die Bibliothek, die mitgeliefert wird, dient eben dazu, damit ich den Port 25 ansteuern kann, damit ich den Timer ansteuern kann, damit ich den ESP32 für das verwenden kann, wofür er dient. Und da gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von Dingen, über die wir uns unterhalten könnten. Ja, na, das, was ich meine, geht eben nur einen Schritt weiter, dass dieses Annex-System, sagen wir mal so, dir eine Entwicklungswebseite anbietet. Das heißt, du brauchst nicht einmal eine USB-Verbindung, außer für die Stromversorgung, Ja. sondern du gehst mit einem nahezu beliebigen Webbrowser drauf und entwickelst. Ich Also, verstehe, das hat nichts mit dem heutigen Thema zu tun, aber nur, weil man eben darauf ja. kommt, an Entwicklungsumgebungen lokal, ohne dass man das Web braucht. Du brauchst nur einmal das Web, dass sozusagen diese Applikation runterlädst, das ist binärer Blob,
und den musst du halt am ESP draufschmeißen und das war's dann. Wie gesagt, ich kenne das nur mit Microbyten und das klingt einmal fürs Erste genauso, ja. Mhm. Okay. Gut. Jetzt könnten wir langsam ans Ende schreiten. Okay. Können wir.